Ein herzliches Willkommen im neuen Monat. Wir sind im Monat Oktober 2022 und wollen uns anschauen, was uns allgemein in diesem Monat so erwartet. Wir liegen in den letzten Zügen mit Merkur rückläufig, der sich seit dem 23. September ja wieder in der Jungfrau befindet, in seiner Rückläufigkeit. Die Sonne ist seit dem 23. auch in der Waage, die Venus ist seit dem 29. in der Waage, also harmonisierende Energie. Wir haben natürlich bis zum 23. Oktober die Saturn-Uranus-Quadratur, das heißt Tradition und Innovation streiten sich um den Platz. Es geht darum, Althergebrachtes zu erneuern, man ist skeptisch vielleicht oder es gibt neue Ideen, die vielleicht über das Machbare hinausgehen. Das ist also die Diskrepanz, die mit Saturn und Uranus im Quadrat erscheinen. Zudem haben wir dann auch eine Spannung zwischen Neptun und Merkur, die eben auch zu Beginn des Monats noch wirksam ist. Was natürlich auch, ich sage jetzt mal, ja, man kann nicht alles glauben bedeutet. Es bedeutet, dass man auch nicht zu viel versprechen sollte. Und man hat natürlich mit der großen Waage-Energie auch hohe Ansprüche an sich und andere. Ja, wir haben auch Venus in der Waage und Jupiter im Widder rückläufig. Eben, wie gesagt, die hohen Ansprüche, die zu Beginn des Monats eben auch, ja, ich sag mal, nicht realisierbar sind und deswegen für schlechte Laune sorgen. Ja, Direktläufigkeit des Merkur am 2. Man sollte ihm aber noch 2-3 Tage geben, bis er wieder in Schwung ist. Und eben auch mit Neptun ist er in einer Verbindung, die so ein bisschen die Realität verwischt. Bis zum 4. dauert das. Dann haben wir Merkur vom 5. bis 8. in einer positiven Stellung zu Pluto. Pluto ist rückläufig im Steinbock. Und damit kann man eben Macht- und Ohnmacht-Themen angehen und sich auch durchsetzen. Ja? Der wird am 8. dann auch direktläufig. Also im Noch ist er rückläufig, der Pluto, aber wird dann am 8. im Steinbock wieder vorläufig. Am 9. haben wir Vollmond im Widder und am 11. geht dann Merkur wieder, weil jetzt vorläufig, in die Waage. Also da haben wir dann Sonne, Venus und Merkur in der Waage. Ja, man kann natürlich mit der Energie des Merkur in der Waage sehr charmant, sehr entgegenkommend rüberkommen. Man kann sich gut darstellen, sag ich mal. Dann haben wir Mars und Neptun in einem Quadrat zwischen dem 8. und 16. Das kann bedeuten, dass man eben, ja, ich sag jetzt mal, mit krummen Touren versucht voranzukommen, dass man möglicherweise auch versucht, irgendwie gegen jemanden vorzugehen, hinterrücks, auch das ist möglich, ja. Und wir haben dann auch Merkur und Jupiter in einer Verbindung am 11. und 12., ja, wo man nicht alles glauben sollte, was man hört. Es ist so ein bisschen zwiespältig, große Versprechungen oder so, vorsichtig damit. Dann haben wir am 12. Sonne und Saturn. Sonne ist ja in der Waage, Saturn ist im Wassermann noch rückläufig. Da kann man auch an seinen Zielen arbeiten, da ist mehr, ich sag mal, Verlässlichkeit dahinter. Dann haben wir eben gute Energien auch mit Saturn und Venus. Also Saturn im Wassermann rückläufig und Venus in der Waage am 14. Venus steht ja nicht nur für Beziehungen, sondern auch fürs Geld. Auch das kann sich auszahlen. Dann haben wir Sonne und Mars vom 16. bis 18. Sonne in der Waage und Mars in den Zwillingen bis zum Jahresende, wird Ende Oktober im Übrigen rückläufig, der Mars. Ja, da sollte man möglichst versuchen, in diesem Monat alles so weit es geht fertig zu kriegen, weil nachher geht einem vielleicht die Puste aus. Am 18. und 19. haben wir eine gute Stellung zwischen Venus und Mars. Da kommt man gut miteinander aus. Am 19. haben wir aber Pluto und Sonne im Quadrat. Da ist natürlich Macht und Ohnmacht ein Gedanke oder eben auch, dass man jemand so ein bisschen seinen Willen aufzwingt, dass jemand sich nicht in der Lage fühlt, dem zu entgegnen, wäre möglich. Mit Venus, Pluto am 20. Verlagert sich das Ganze auch in die privaten Bereiche oder halt auch auf die Finanzen. Da muss man aufpassen. Ja, man sollte da
nichts riskieren. Dann haben wir 19. bis 26. Sonne und Venus, die natürlich beide in der Waage gut vorankommen, harmonisieren. Man ist eben sehr kommunikativ, verständlicherweise auch mit dem Mars in den Zwillingen. Man kann gut aufeinander zugehen und viel bewegen in dem Bereich. Dann haben wir eben auch den Wechsel der Sonne und der Venus in den Skorpion am 23. Also, da haben wir eine tiefgründigere Energie. Da ist nichts mehr mit Harmonisierung, da ist mit, ich will alles wissen und ich möchte auch Kontrolle ausüben. Ich will alles wissen, aber ich will von mir nichts preisgeben. Das ist so die Energie des Skorpion. Wir haben dann eine günstige Verbindung zwischen Merkur in der Waage und Saturn im Wassermann, der auch am 23. wieder vorläufig wird. Wassermann ist ja auch eine Luftenergie, Freiheitsgedanke, Selbstverwirklichung und die harmonisierende Energie in der Kommunikation kann sehr viel bewegen. Also man kann Diskussionen führen, man kann Ideen rüberbringen und man kann auch sehr überzeugend sein. Wie gesagt, wir haben aber dann tiefgründige Energien mit Sonne und Venus im Skorpion. Das bedeutet auch, dass man der ganzen Sache auf den Zahn fühlen wird. Damit muss man rechnen. Neumond im Skorpion am 25. Und das ist sehr schön für neue Liebesbeziehungen oder auch bestehende. Dann haben wir Merkur-Verbindung zu Mars, 26. und 27. Das heißt, Mars in den Zwillingen und Merkur in der Waage. Man kann was ordentlich bewegen, vorankommen, sehr schön. Und dann haben wir Merkur im Quadrat zu Pluto am 27., das ist der Donnerstag, bedeutet, dass eben die Steinbock-Energie mit der Waage-Energie im Merkur nicht so gut zurechtkommt. Ja, und ich sage ja, da ist auch wieder so dieser, ich übe Macht aus und du kannst nichts dagegen tun. Ja, das ist schwierig. Am 28. haben wir Jupiter, der zurückgeht in die Fische. Ist ja immer noch rückläufig, ja. Dann haben wir am 29. auch den Merkur, der in den Skorpion wechselt. Da haben wir dann in der Kommunikation auch mehr so, ja, Verhörmentalität, sage ich jetzt mal übertrieben gesprochen, ja. Und dann haben wir am 30. wie angedroht, die Kräfte gehen weg mit dem Mars in den Zwillingen, die bis zum Jahreswechsel und darüber hinaus rückläufig wird, ja. Also erst im Januar wird er wieder vorläufig. Also da muss man schon aufpassen, dass man jetzt im Oktober eben seine Kräfte nicht übersteigt. Schön, ja, das beendet, was geht. Und sich natürlich auch dann weiterhin bis zum Ende des Jahres nicht zu viel zumutet. Wir bekommen nämlich auch Ende des Jahres, ich glaube am 29. Dezember, auch nochmal Merkur rückläufig. Aber bis dahin haben wir erstmal davor Ruhe. Das ist jetzt mal so der Ausblick allgemein für den Oktober. Wir schauen uns das jetzt natürlich auch in den einzelnen Sternzeichen an. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind im Monat Oktober und damit Halleluja beim Ende von Merkur rückläufig. Das geht noch bis zum 2.10. und man sollte dem rückläufigen Merkur noch 2 bis 3 Tage Zeit geben, bis er wieder richtig in Fahrt kommt. Wir haben die Sonne und die Venus in der Waage. Das beflügelt dich, das begleitet dich auch schon ein paar Tage. Und ich glaube, dass du dich dabei eigentlich sehr gut fühlst, dass es vorangeht. Und dass du eben Strahlkraft besitzt auch. Denn es ist auch ein, ja, Luftzeichen wie deines. Zudem haben wir Mars in den Zwillingen. Das beflügelt dich auch nach vorn zu gehen, dich durchzusetzen auch, beziehungsweise dich in die Sachen reinzuhängen in diesem Monat. Das solltest du auch bis Monatsende. Denn der Mars wird am 30. rückläufig. Und zwar bis über den Jahreswechsel hinaus. Und diese Rückläufigkeit beinhaltet, dass einem die Kraft ausgeht, dass man nicht so fit ist, dass man nicht so durchhaltestark ist, wie man das gewohnt ist, sondern ungefähr die Hälfte von dem, was man sonst hat. Und darauf sollte man sich frühzeitig einstellen, deswegen sage ich das. So, jetzt haben wir also dann den Oktober und am 8. Oktober wird Pluto vorläufig. Pluto befindet sich im Steinbock, gerade noch rückläufig, aber am 8., dem Samstag,
wird er wieder vorläufig. Das bedeutet auch für dich als Wassermann, dass du mit Macht- und Ohnmacht-Themen konfrontiert wirst und dass das bisweilen ganz schön unangenehm sein kann. Das kann von dir ausgehen, dass du Macht ausüben willst oder dass man eben an dir Macht ausübt, dir zeigt, wo dein Platz ist oder wenn du, ich sag jetzt mal, dir was herausgenommen hast, dass man dich auf deinen Platz wieder verweist. Das kann dir passieren, muss nicht, kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Mit der Venus ist das natürlich auch diplomatisch entgegenkommend. Ja. Wir haben aber noch den Merkur in der Jungfrau. Der ist ja in seiner Rückläufigkeit wieder zurückgelaufen in die Jungfrau und ist jetzt auch noch dort vorhanden. Bedeutet, Kritikfreude ist groß. Auch, dass man sehr darauf achtet, wenn jemand Fehler macht und ihn darauf hinweist. Also man sollte damit natürlich auch achtsam umgehen. Dann haben wir den Merkur in die Waage am 11. Dann ist auch Diplomatie in der Kommunikation vorhanden und unterstützt dich noch mehr. Großartige Energien, wunderbar. Wir haben auch gute Laune, du als Wassermann auf jeden Fall. Wir haben Saturn-Uranus-Quadrat bis ungefähr 23. Da muss man Acht geben, da streiten sich sozusagen die Dinge, die schon da waren, mit den Dingen, die jetzt neu sind. Also es gibt einen Kampf zwischen Tradition und Innovation. Und du bist eher für Innovation, aber man muss respektieren, was vorher da war, weil das Neue wäre ohne das Alte ja gar nicht vorhanden. Also muss man da einen Konsens finden und den finden wir hoffentlich im Oktober, alle meine ich jetzt. Ne? So, dann haben wir in dieser Zeit Diplomatie mit Merkur in der Waage. Wir haben 8. bis 16. Mars und Neptun. Neptun in den Fischen rückläufig, Mars in den Zwillingen. In einer schwierigen Konstellation. Man muss aufpassen. Es kann zu Intrigen, Mobbing, solchen Sachen kommen. Man sollte sich also an Klatsch und Tratsch möglichst nicht so beteiligen. Es gibt Heimlichkeiten, Dinge, die hinterm Rücken ablaufen. Das muss nicht immer negativ sein, absolut nicht. Aber man sollte vorsichtig sein. So, dann haben wir Sonne und Saturn. Saturn ist ja in deinem Zeichen und wird am 23. wieder vorläufig. Aber jetzt erstmal zu Beginn des Monats natürlich nicht. Venus und Saturn sorgen am 14., auch wenn er noch rückläufig ist, für eine gewisse Stabilität in Beziehung. Das ist sehr schön. Dann haben wir Sonne, Mars, 16. bis 18. Da kann man so richtig anpacken, kann man so richtig was machen, sich durchsetzen auf eine charmante Art, neue innovative Ideen rüberbringen, karrieremäßig aufsteigen. Und das lohnt sich. Sport und Bewegung ist auch drin. Und dann haben wir 18. und 19. mit Venus und Mars eine schöne Verbindung für Beziehungen. Ja, eine sehr wachsende Möglichkeit. Und dann haben wir Sonne quer zu Pluto am 19. Da geht es dann um Ellenbogenmentalität, da geht es um Wettbewerb, da geht es darum, sich zu beweisen oder eben sich durchzusetzen. Das kommt immer darauf an, ob das angebracht ist oder nicht. Das kann sich aber auch auf die privaten Beziehungen auswirken, dass man am 20. eben auch Machtstreben in Beziehungen spürt. Dass der eine dem anderen sagen möchte, was er oder sie zu tun hat. Und das geht nicht gut aus. Da sollte man vorsichtig sein. So, wir haben zwischen 19. und 26. die Sonne und die Venus, die dafür sorgen, dass man eben diplomatisch vorgeht und dass man sich eben auch auf die Situation und das Gegenüber einstellt. Das ist sehr gut vermittelbar. Dann haben wir aber ab 23. dann erstmal den Saturn in deinem Zeichen wieder vorläufig. Das macht dich akkurat, genau. Aber auch, ich denke, ein bisschen pragmatisch. Das ist nicht schlecht, weil mit der Energie Sonne und Venus im Skorpion hast du eine sehr tiefgründige, nachdenkliche Energie. Da wird auch alles hinterfragt. Da überlegt man sich, was könnte dahinter stecken. Man will es genau wissen, man will Beweise. Ist auch ein bisschen ein Stück Kontrolle, was du ja als Wassermann nicht so gern hast. Kann auch Eifersucht mit im Spiel sein. Vorsichtig damit. Ja, Saturn direktläufig haben wir. Dann haben wir Neumond im Skorpion am 25.
Da haben wir auch Leidenschaft natürlich, aber du kennst das. Leidenschaft kann eben auch bedeuten, dass man richtig wütend wird oder dass man sehr viel Temperament an den Tag legt, ne? Und Merkur steht gut zu Mars zwischen 26. und 27. Das sind Mittwoch und Donnerstag. Allerdings, Merkur steht nicht gut zu Pluto. Das heißt, man wird entweder unterdrückt jemand anderen, oder ja, man kriegt so richtig, ich sag mal, die Backpfeife in irgendeiner Richtung. Vorsichtig. Wir haben auch noch den Jupiter, der in die Fische geht. Der war ja bisher im Widder rückläufig, hatte ich auch unterstützt. In den Fischen kann er jetzt gar nicht so viel für dich tun. Und dann haben wir dann, wie gesagt, am 30. Mars rückläufig. Und da geht einem schon mal ganz gerne die Puste aus. Also nicht übernehmen, nicht zu viel vornehmen auch und wissen, dass das eben bis zum Jahreswechsel und darüber hinaus noch geht. Also Liebesbeziehungen, sehr schön. Wir haben dann eben auch gute Energien für das Vorankommen, ja. Und du solltest dich eben karrieretechnisch auch ruhig involvieren, weil, wie gesagt, danach sind die Kräfte nicht mehr so. Man kann natürlich Dinge fortführen, aber wie gesagt, da ist ein bisschen die Luft raus für dieses Jahr. Aber nicht nur für den Wassermann, für alle anderen auch. Schauen wir uns das jetzt auch noch in Beziehungen an und dann schauen wir uns die Kalenderwochen einzeln in den Karten an. Bis gleich. So, mein lieber Wassermann, Beziehungen. Du hast wahrscheinlich schon gehört, Sonne, Venus in der Waage. Bringt dich nach vorn, macht dich diplomatisch, liebevoll, entgegenkommt, charmant. Wir haben allerdings noch Merkur in der Jungfrau. Das ändert sich am 11. Dann wird man diplomatischer und entgegenkommender. Wir haben aber auch am 8. den Pluto. Da habe ich dir auch schon gesagt, dass eben da Machtkämpfe, gerade am 20. auch, in Beziehungen stattfinden können. Versuche zu vermeiden, dass sowas passiert, oder versuche auch selbst nicht irgendwie Druck auszuüben. Das würde nicht gut ausgehen. Wir haben dann am 23. Saturn wird in deinem Zeichen vorläufig. Das ist gut, Pragmatismus. Aber wir haben eben den Skorpion oder die Sonne und die Venus im Skorpion. Und das ist eben eine ganz andere Energie, als du vorher hattest. Da wird dann alles hinterfragt, Misstrauen kann gesät werden oder, wie ich sagte, eben auch Eifersucht und ähnliches. Ja, der Jupiter in den Fischen ist nicht deins, also unterstützt dich jetzt auch in Beziehungen nicht so unbedingt. Der Merkur in Skorpion ist auch nicht hilfreich einen Tag später. Also ich denke mal, dass du auf jeden Fall die Zeit bis zum 23. in Beziehungen nutzen solltest, wobei du eben natürlich die Macht Spielchen lassen solltest und dann natürlich akribisch an deiner Karriere arbeiten kannst. Vielleicht beflügelt dich ja auch dein Privatleben dabei oder du hast Unterstützung oder ne, es ist etwas, was dir besonders am Herzen liegt. Denn Venus ist ja auch, steht ja auch für die Finanzen, also es kann sich beides lohnen. Also solltest du da natürlich nicht die Hände in den Schoß legen und versuchen, wenn es irgendwie geht, bis zum Ende des Monats die wichtigsten Sachen abzuschließen, wenn es irgendwie geht. Und ansonsten ab dem 30. ein bisschen kürzer zu treten, also nicht immer Vollgas zu geben. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Oktober. Genieße die Zeit, mach das Beste draus, sei liebevoll entgegenkommend. Und dann schauen wir jetzt, wie das in den Karten aussieht für die nächsten 4 Wochen. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind in der KW 40. Das ist die Woche 3. bis 9. Oktober 2022. Sonne und Venus befinden sich weiterhin in der Waage. Wir haben ja seit dem 2. den Merkur wieder vorläufig, wobei er immer noch ein bisschen, ja, gemäßigt zu bewerten ist. In dieser Woche haben wir dann natürlich auch den Pluto, der wird am Samstag, am 8. vorläufig. Das bedeutet, Macht- und Ohnmacht-Themen treten in den Vordergrund. Der Merkur ist weiterhin in der Jungfrau, wenn jetzt auch vorläufig. Und damit haben wir eine starke Erdenergie, die eben auf Macht und Vorangehen gepolt ist. Ja, den Mars im Zwilling kann für einige Unruhe sorgen.
Und die vage Energie kann für eine gewisse Überheblichkeit sorgen. Nicht bewusst, aber es kann dazu führen, dass man einfach sehr viel, ja, ich sag mal, anfordert, haben will, umsetzen will. Da sollte man auf dem Teppich bleiben. Schauen wir uns an, was wir für den Wassermann in dieser Woche so haben. Du entscheidest wie immer selbst, was du damit anfängst, wie du damit umgehst natürlich. Wir schauen erstmal, was wir für eine Energie haben in dieser Woche für den Wassermann. Und wie gesagt, du entscheidest, wie du das umsetzt. Wir haben die 10 der Erde. Stabilität und Sicherheit ist Erdenergie, ist natürlich Pragmatismus, ist eine gute Energie, um auf dem Teppich zu bleiben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Wie siehst du dich? Der Hierophant, deine Verbindungen sind wichtig. Ja, Beziehungen zu anderen, aber auch die Beziehung zu dir selbst. Dein Wunsch? Entspannung. Bloß kein Stress. Kann, wie gesagt, mit Mars in den Zwillingen schon mal vorkommen. Hoffnung und Ängste? 5 der Kelche. Ja, was bedauern? Vielleicht auch versuchen, etwas zu regeln. Die Hoffnung ist, dass man darüber hinwegkommt. Gut für dich ist die 7 der Luft. Die 7 der Luft ist ja immer das Unbekannte. Das muss nicht immer etwas Negatives sein. Es kann auch Verschwiegenheit auf deiner Seite bedeuten. Nicht gut ist die 4 der Luft. Das ist eben, sich nur in Gedanken zu fassen und nur Ruhe zu haben, denke ich mal. Nur darüber nachzudenken und nicht wirklich was zu tun. Ausgang ist die 3 der Luft, die Kränkung, Enttäuschung, irgendwas klappt nicht. Ja, wir wollen uns das aber natürlich noch ein bisschen genauer anschauen. Und als erstes schauen wir wie immer danach, was kommt von außen. Was hast du in dieser Woche zu erwarten? Was begegnet dir? Womit solltest du rechnen? Und kannst du dich hoffentlich darauf einstellen? Die Energie in dieser Woche von außen ist der Gehängte, man beobachtet. Das kann natürlich sein, dass du eben als Wassermann auch sehr stark beobachtet wirst. Also, dass man gar nicht groß dir irgendwas sagt oder dir zeigt, sondern dass eben ja die Perspektive ist, man schaut erstmal zu, gar nicht aktiv wird. Wir haben den Page der Kelche. Man ist freundlich, entgegenkommend, nett. Okay. Der Magier, man möchte manifestieren, das heißt, das, was man sich überlegt hat, möchte man in die Tat umsetzen. 3 der Kelche, Geselligkeit, vielleicht möchte man einen gewissen Status erreichen oder mit gewissen Personen, scheint noch nicht so gut zu klappen. 7 der Stäbe ist für seine Belange einstehen, Widerstand, kann auch Widerstand sein, der dir begegnet und das Abwägen. Und da sehe ich mit den 7 der Schwertern, wem sage ich was und wem lieber nicht. Dann haben wir die 10 der Münzen. Stabilität und Sicherheit kann natürlich auch ein bisschen träge machen, dass man sich zu sehr auf seine, ja, ich sag mal, Besitztümer oder Dinge, die man erreicht hat, verlässt. Da wäre ich vorsichtig. Ass der Kelche, Eigenliebe bedeutet, dass du mit dir vernünftig umgehen sollst, dass du dir gegenüber liebevoll und entgegenkommend agieren solltest, also auch ein bisschen Geduld mit dir selbst zu haben, dir nicht zu viel abzuverlangen und dir natürlich auch Fehler zu verzeihen, die du machen kannst, die gemacht wurden, wie auch immer. So, der Hierophant, 5 der Schwerter und die Transformation. Also da gibt es etwas, was sich verändert oder was eben Auseinandersetzung oder zu Auseinandersetzung geführt hat. Und du fühlst dich da auch ein bisschen, sagen wir mal, mitgenommen. Ja, es hat dich also schon ein bisschen, ja, es hat dich ein bisschen verletzt, muss man sagen. Du wünschst dir Entspannung. Es drehen sich aber die Dinge im Kreis mit den 8 der Schwertern und es geht um die Beziehung, entweder zu dir selbst oder eben zu anderen. Irgendetwas belastet dich auch. Vielleicht hat jemand irgendwas gesagt oder ihr habt euch, wie gesagt, gestritten. Das muss nicht unbedingt privat sein, das kann auch beruflich sein und man hängt der Sache eben irgendwo nach. Deswegen wahrscheinlich auch die 5 der Kelche, das Gericht und die 2 der Kelche. Man möchte die Dinge beurteilen nach Sachlage. Aber wie das oft so ist, ist natürlich das Gefühl auch eine wichtige, ja, eine wichtige Sache, die man nicht unterschätzen sollte, selbst unter Kollegen zum Beispiel. Ne? Wenn sich einer nicht ernst genommen fühlt oder einer herabgewürdigt fühlt, dann kann das schon mal dazu führen, dass man eben ja sehr gekränkt reagiert. Und die 2 der Kelche ist zumindest, ich denke, die Hoffnung, dass man das Gespräch führen kann. Die 7 der Schwerter haben wir gleich doppelt.
und der Knabe der Schwerter. Bevor du etwas mitteilst, austauscht oder Gespräche führst, solltest du auf jeden Fall Informationen sammeln und dich wappnen. Ja? Wappnen und Prioritäten setzen auch im Gespräch. Und vielleicht ist dein Gegenüber genauso zugeknüpft wie du. 4 der Luft, 8 der Kelche, neue Wege gehen, 9 der Schwerter. Du machst dir Gedanken darüber, wie du die Dinge in Zukunft angehen kannst, aber momentan, denke ich, ist nicht der rechte Zeitpunkt dazu. Ja? Es ist einfach eine schwierige Zeit und vielleicht hängt auch noch ein bisschen Merkur hinterher. Naja, 3 der Schwerter, der Mond, das belastet enorm und du versuchst daraus einen Weg zu finden mit der Krebsenergie des Wagens, dich in die Karriere zu stürzen zum Beispiel und eine geradlinige Richtung einzuschlagen. Das ist zumindest erstmal der Versuch. Freundlichkeit, in seiner Mitte sein mit der Mäßigkeit und Prioritäten setzen. Was ist jetzt wichtig und was nicht? Das ist sehr vernünftig und das ist auch gut so, dass du dich da selbst nicht überforderst. Dann haben wir den Knabe der Kelche mit dem Magier. Wir haben die Stärke. Es geht um Disziplin. Und es geht darum, freundlich zu bleiben, auch wenn eben nicht immer alles umsetzbar ist. Auch wenn du, wie gesagt, irgendwie an etwas knabberst, wichtig ist, dass du deiner Sache treu bleibst. Fokus, Gesellschaft, Königin der Münzen, du kümmerst dich um Kontakte, um Beziehungen, um vielleicht auch den Job, wo du einen höheren Rang erreichen möchtest oder Ähnliches. 7 der Stäbe, der Gehängte, das ist die Außenenergie und die 4 der Schwerter hier. Also ich denke mal, dass entweder du oder dein Gegenüber oder beide sich erstmal gegenseitig so ein bisschen beobachten, ja, und erstmal die Dinge für sich behalten. 2 der Münzen, da sind die 9 der Kelche und das ist die 4 der Münzen. Man hält an seinen Vorstellungen und Wünschen fest. Nun muss man überlegen, sind diese Vorstellungen und Wünsche realistisch? Oder sind sie einfach diesen hohen Erwartungen geschuldet, von denen wir zu Beginn sprachen? 10 der Münzen, Magier und 4 der Stäbe. Du hast eine solide Basis, die lässt dich auch ruhig schlafen, sage ich mal. Aber du machst dir um diese persönliche Sache schon Sorgen. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass du eben, diese solide Basis, die du hast, auch weiterentwickelst, ja, für dich persönlich. Und nicht auf eine gewisse Art und Weise produzierst. Sagen wir mal, du hast jetzt eine Wohnung und du lebst dort ganz alleine und das ist für dich, my home is my castle. Aber wenn du dann plötzlich einen Partner oder eine Partnerin hast, wäre diese Wohnung zu klein. Also ist das nichts für dauerhaft. Man muss das, dann neu überdenken. Und das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Das geht jetzt nicht unbedingt um eine Wohnung, aber um das Prinzip, was dahinter steckt. Das Ass der Kelche, die 5 der Münzen und die 10 der Schwerter. Du ziehst dich, ich will nicht sagen beleidigt, aber gekränkt, in dein Schneckenhäuschen zurück und leidest im Stillen. Das ist natürlich schade. Es ist besser, wenn du dich schon zurückziehst, dass du darüber nachdenkst, ja, wie du die Dinge ins rechte Lot bringen kannst. Entweder über das Gespräch irgendwann, wenn es soweit ist, oder darüber, dass du dich vielleicht ein Stück weit öffnest, ja. Momentan grübelst du nur darüber, ja. Du bist stabil und sicher, das ist wunderbar, aber du solltest eben auch flexibel sein, wenn sich die Gegebenheiten verändern. Wir haben die Kuh, Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Das ist schon mal eine schöne Energie. Diese Grenzen, die da sind oder sein können, sind vielleicht auch die Grenzen, die du dir selber setzt, indem du nämlich sagst, ich will das so und nicht anders. Und wenn es dann doch noch was Besseres gibt, wirst du es gar nicht erfahren, weil du dich dem irgendwo verschließt. Das ist jetzt nur mal so ein Gedanke. Die Botschaft lautet, du bist jetzt an einem schönen Punkt in deinem Leben, denn deine Bedürfnisse werden mühelos und in vieler Hinsicht erfüllt. Öffne dich ganz dieser Wahrheit, indem du dein Augenmerk auf all das richtest, was jetzt zu dir gehört, wozu auch die positiven Beziehungen zählen, aus denen du Kraft schöpfst. Deine Arbeit, mit der du stolz deinen Beitrag in der Welt leistest und all das, was du tust, um dich inspirieren zu lassen und deine Seele zu nähren. Der Kuhgeist will dich darauf aufmerksam machen, dass jetzt die perfekte Zeit ist, um dich auf die Entscheidungen, Handlungen und Gewohnheiten zu konzentrieren, von denen du weißt, dass sie dein Herz erfreuen. Viele der Planungen und Projekte, die du in der Vergangenheit begonnen hast, fangen jetzt ebenfalls an, Früchte zu tragen, an denen du noch lange deine Freude haben und von denen du noch lange zehren wirst.
Bleibe positiv und lass andere an deinem Wohlgefühl teilhaben. Je mehr du etwas teilst, desto mehr wird sich davon für dich manifestieren. Also sei großzügig. Der Kuhgeist verspricht dir, dass dir niemals die Wunder ausgehen werden. So, wenn es da jetzt etwas gibt, was dich belastet und so weiter, dann solltest du vielleicht auch überlegen, zumindest das zu teilen, insofern, dass du deine Sorgen und Nöte jemandem auch mitteilst. Vielleicht der Person, mit der du dich zerstritten hast. Wir haben die drei der Schwerter, das wiegt schon schwer. Ja, das ist schon etwas, was du mit dir herumträgst. Und es ist die Mondenergie, die Schattenseite. Du hast vielleicht dadurch eine Schattenseite generiert und solltest versuchen, diese aus der Welt zu schaffen. Stattdessen, ja, krümelst du dich in deine Behausung ein und haderst mit dem Schicksal. Wobei man ja auch sagen muss oder überlegen sollte, ob dieses Schicksal nicht auch anders aussehen könnte, wenn man sich selbst auch hinterfragt. Also wenn man nicht sagt, ich habe grundsätzlich alles richtig gemacht, sondern ich mache auch Fehler. Und das ist auch in Ordnung so. Ja, aber ich habe hier so den Eindruck, dass so ein bisschen diese Fehler weit von sich gedrängt werden. Aber das musst du für dich entscheiden, wie du damit umgehst. Ich hoffe, es hilft dir, dass du zumindest dazu angeregt wurdest, darüber nachzudenken und vielleicht auch mit dem Gehängten die Sicht deines Gegenübers einmal einzunehmen. Ja, mein lieber Wassermann, dann wollen wir mal schauen, wie es in dieser Woche in Beziehungen aussieht. Und ich denke, dass ich da einiges machbar und mögliche zeigen wird. Und das solltest du natürlich für dich nutzen. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir schauen gleich weiter. So, mein lieber Wassermann, wir sind bei der Beziehungslegung für die KW 40 vom 3. bis 9. Oktober 2022, Sonne und Venus in der Waage. Natürlich ist das sehr schön für dich. Und wir haben natürlich auch die Energie, dass es da harmonisierend wirkt, dass man diplomatisch aufeinander zugeht. Wir haben aber auch am Samstag dann den Pluto wieder vorläufig. Macht und Ohnmachtthemen spielen eine Rolle. Schauen wir uns an, was wir für den Wassermann in Beziehungen haben in dieser Woche. Entscheiden musst du natürlich wie immer selbst. Es ist der Neuanfang mit dem Narren, unbelastet und frei. Thema ist die Klarheit und Wahrheit. Das ist gut, sich über Dinge austauschen, einen glatten Schlussstrich ziehen oder die Wahrheit herausposaunen. Auf deiner Seite drehst du dich im Kreis. Das hatten wir mit den Achterschwertern eben auch. Auf der anderen Seite haben wir einen leidenschaftlichen Neubeginn. Also, dein Gegenüber möchte möglicherweise mit dir oder dein potenzielles Gegenüber möchte mit dir einen Neuanfang, möchte genießen, möchte Leidenschaft erleben und du überlegst noch, ja? Wie harmoniert ihr? Ihr wollt Dinge hinter euch lassen und neue Dinge beginnen. Dazu muss das Alte aber erstmal abgeschlossen sein. Unbewusst haben wir den Ritter der Stäbe. Man möchte was riskieren, man möchte was erleben, man möchte spielerisch an die Dinge herangehen. Ja? Was man riskiert, ist natürlich jedem selbst überlassen, ja? Wie weit man da gehen möchte. Ratschlag ist, vier der Schwerter, natürlich überlegt zu handeln, aber auch darüber zu sprechen. Und das sieht auch sehr gut aus mit der Herrscherin. Die Dinge, die man umsetzt, und ich spreche jetzt von Umsetzen, nicht darüber nachdenkt, ja, die sind auch möglicherweise fruchtbar, wenn man denn dann, wie gesagt, auch, ich sag mal, in die Handlung kommt und nicht nur bei der Überlegung bleibt. Es ist wichtig, dass man eben die Dinge, die man umsetzen möchte, eben nicht nur theoretisch vertritt, sondern auch praktisch dann in die Umsetzung kommt. Also Klarheit und Wahrheit. Vielleicht kannst du ja auch offen sagen, dass du noch nicht weißt, wo du hin willst oder dass du verwirrt bist oder was dich irritiert. Was haben wir? Wir haben das Ass der Münzen. Es geht um einen Neuanfang in Sicherheit und Stabilität. Sicherheit und Stabilität, was bedeutet das? Dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass jeder Fehler macht, ist klar. Und dass es keine Garantie gibt, auch. Ja. Wir haben die sechs der Schwerter. Entspannung. Das ist ja auch das, was du dir wünschst. Und auf der anderen Seite die drei der Münzen. Wir sind ein Team. Wir gehören zusammen. Also als Paar jetzt zum Beispiel. Wir möchten gemeinsam an den gleichen Zielen wirken. Und hier haben wir Wassermann-Energie der Heilung. Du bist als Wassermann ja auch das Zeichen, das für Kameradschaft steht. Unbewusst das Ass der Schwerter, Wahrheit und Klarheit, ehrliche, authentische Worte.
Und dann haben wir hier den Eremiten, den Rückzug. Weil man eben bei aller Logik und Überlegung manchmal eben auch mit der Jungfrauenergie, auch des Merkurs, gegebenenfalls mal im Überlegen, im Planen, im Vorbereiten stecken bleibt und gar nicht handelt. Und dann ist man auf der Seite des Gehängten. Das ist die Außenenergie auch, ne? Hatten wir in der Allgemeinlegung. Also es geht darum, jetzt wirklich mal aus dem Quark zu kommen, um es mal deutlich zu sagen. Und sich auch für etwas zu entscheiden. Tatsächlich zu dem zu stehen, was man möchte und das dann eben auch in die Tat umzusetzen. Also nicht nur darüber zu philosophieren, zu diskutieren, zu reden, sondern auch zu machen, ja? Denn der Gehängte ist natürlich für eine Zeit lang auch eine gute Energie, dass man sich die Dinge anschaut, sich dann eine Meinung bildet, aber dann eben ein Mann, eine Frau der Tat wird und den Neuanfang auch ja nicht nur sich ausdenkt, sondern auch lebt. Und das sieht im Moment halt noch nicht so aus, nicht so wirklich. Wir haben im Wandel. Also da findet eine Veränderung statt. Vielleicht ist die auch nicht so angenehm oder sie ist, ja, man ist misstrauisch oder man traut der ganzen Sache nicht. Dann hör auf dein Bauchgefühl. Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Was sagt dein Gefühl? Wenn wir eben auf die allgemeine Legung kommen, da ist Verletzung, da ist Kränkung, da ist etwas, was du mit dir rumträgst. Ja, dann schaff es doch aus der Welt, wenn du kannst natürlich nur. Die Grundbedeutung der Karte im Wandel ist die Ahnung unmerklich einsetzenden Wandels, aufkommender Sturm, das Wissen um die mangelnde Solidität deiner Planungen, ein Gefühl von Veränderung, Verunsicherung in Bezug auf künftige Entwicklung. Die Beziehungsbotschaft. In jeder Paarbeziehung gibt es Phasen der Disharmonie, in denen Gefühlsstürme und aufgewühlte Stimmungslagen das Beziehungsschiff kentern zu lassen drohen. Vielleicht verändern sich auch die Gefühle, sodass es einen der Partner drängt, aus der Beziehung auszubrechen. Diese stürmischen Zeiten bieten aber auch die Chance zu gemeinsamem Wachstum. Die Möglichkeit, das eigene Herz besser zu verstehen und herauszufinden, was du brauchst, um wahrhaft glücklich zu sein. Sei gewiss, dass, was immer jetzt geschieht, Gutes daraus entstehen wird. Suche einstweilen Zuflucht, ziehe dich aus dem Drama raus. Auch das wird vorübergehen. Anschließend wird die Atmosphäre gereinigt sein und alles in neuem Glanz erstrahlen. Aber das geht auch nur, wenn man daran tatkräftig mitwirkt und das Chaos nicht sich selbst überlässt, ja, und einfach so tut, als geht's einem nichts an. Ja, ich meine, dann hast du ja vielleicht auch an diesem Chaos in der Beziehung oder so mitgewirkt. Also solltest du natürlich auch deine möglichen Schritte in Angriff nehmen, die aus der Welt zu schaffen. Das heißt nicht, dass du der Einzige oder die Einzige bist, der das kann, aber dass du deinen Part mittragen sollst. Ja, du sollst dir klar darüber werden, was will ich eigentlich, wie mache ich das? Ich muss aus dem Gedankenkreisel raus, dass mich das kränkt und dass ich das doof finde und so weiter. Ich muss mir überlegen, wie geht es weiter? Ja, und dann sollte ich auch etwas tun. Ich sollte nicht nur mir das ausdenken, sondern ich sollte auch in die Handlung kommen. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Aber da ist schon klar, finde ich, die Aufforderung drin, wir müssen das klären und wir müssen das aus der Welt schaffen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg, gute Erkenntnisse, gute Gespräche und natürlich die besten Ideen. Und wir schauen uns das gleich an, wie es weitergeht. Ein herzliches Willkommen. Wir sind bei der KW 41, lieber Wassermann. Wir sind in der Woche vom 10. bis 16. Oktober 2022. Wir haben jetzt natürlich den Pluto im Steinbock vorläufig. Wir haben weiterhin den Mars im Zwilling. Das geht auch übers Jahresende hinaus. Also da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, dass sich das nochmal ändert. Dann haben wir Sonne und Venus in der Waage. Harmonisieren gut für dich als Luftzeichen. Und wir haben jetzt ab Dienstag auch noch Merkur in der Waage. Das ist harmonisierend, das ist natürlich auch Diplomatie in der Kommunikation. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Diplomatie kann nicht schaden. Mars und Neptun stehen aber kritisch bis zum 16. Das bedeutet, dass man intrigant vorgehen kann, dass man mit Intrigen zu tun hat oder mit Machtkämpfen natürlich. Das ist wieder die Schattenseite von Pluto. Und da sollte man natürlich aufpassen und nichts übers Knie brechen. Das kann auch dann nächste Woche vor allen Dingen auch noch bis in die Beziehung hineingehen. Wir
Wir schauen uns jetzt wieder an, wie das allgemein für den Wassermann in dieser KW41 aussieht. Was du daraus machst und wie du damit umgehst, ist immer deine Entscheidung. Es sind Anregungen, es sind Hilfestellungen, es sind hoffentlich Inspirationen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Energie ist die 4 der Erde. An etwas festhalten oder eben auch sparsam sein. Kann auch sein, dass man das Geld zusammenhält oder an etwas oder jemandem festhält. Die Energie, wie du dich selber siehst, ist der Stern, deine eigene Energie. Das heißt, du nimmst dich selbst ans Schlafittchen und versuchst dich aus irgendwas herauszuziehen, dich selbst zu heilen, dich darum zu kümmern. Das ist ganz gut. Dein Wunsch ist Geduld. Das ist nicht eine deiner stärksten Seiten, die Geduld, aber sie ist wichtig, um mit Erdenergien oder auch mit geschäftlichen Dingen gut haushalten zu können. Hoffnung und Ängste ist die 2 der Kelche, da haben wir wieder das Gespräch auf Augenhöhe, egal ob privat oder beruflich. Es geht darum, mit anderen sich, ich sag mal, positiv auseinanderzusetzen. Gut für dich ist das Ass der Erde, dass du auf dem Teppich bleibst, dass du einen Neubeginn in Sicherheit und Stabilität hast, dass du eben pragmatisch vorgehst. Nicht gut ist das Ass des Feuers, das ist die Leidenschaft, das ist auch das Explodieren zum Beispiel, ja, wo sich dann ja Temperament und Wut und Frust und sowas finden können. Ausgang ist die Königin der Luft. Da ist die Aufrichtigkeit zu sich selbst Fehler zu gestehen und vielleicht auch, dass man ein bisschen selbstgerecht rüberkam, zum Beispiel. Ja, also das ist jetzt bei jedem anders, aber ich muss tatsächlich sagen, wir haben da sehr viel Energie beim Wassermann, dass du eben sehr sachlich bist und eben manchmal auch nicht berücksichtigst, dass du da mit anderen zum Teil ja auch mal auf die Zehen treten kannst. Ja, wir schauen uns das mal an. Königin der Luft ist auf jeden Fall sehr gut. Man erkennt sich selbst besser und tritt damit auch authentischer auf und überzeugender. So, was ist die Energie, die dir begegnet in dieser Woche? Womit solltest du rechnen? Worauf kannst du dich einstellen? Was haben wir da? Widerstand, 7 der Stäbe, Feuerenergie, auch Kommunikation natürlich, Argumentation, die Rüstung anzuhaben, sich verteidigen zu können, heißt nicht anzugreifen, das muss man auch verstehen. Also wenn man weiß, was man tut und wie man das argumentativ vertreten kann, dann tritt man eben auch nicht in den Kampf, sondern man wartet darauf, wenn jemand zum Beispiel argumentativ ist, das Richtige zu entgegnen. Also das ist die Energie, mit der du es zu tun hast in dieser Woche. Wir haben da das Ass der Stäbe. Leidenschaft. Ja? Stolz kann das sein. Das kann, wie gesagt, Temperament sein. Dass man schnell ungehalten wird, ungeduldig wird und so weiter. Da haben wir die 3 der Schwerter. Ja, das kann nämlich dazu führen, dass man sich das ein oder andere Mal gute Chancen verbauen kann. Ja. Und wir haben den König der Stäbe, Feuerenergie, kann auch Jupiter im Widder sein, der eben mit der Verbindung zur Waage-Energie in Sonne, in Venus und auch in Merkur dafür sorgt, dass man so ein bisschen, naja, selbstgerecht rüberkommt. Das ist nicht nur beim Wassermann so, das ist zum Beispiel auch beim Widder so, beim Löwen, beim Schützen, ja. Also diese Zeichen haben damit zu tun und eben du auch als Wassermann. Kann auch sein, dass du von jemandem, ich sag mal, in deine Schranken verwiesen wirst mit Feuerenergie. Wir haben ja Pluto, ne? Ja, wir haben den Herrscher. Das kann ein Vorgesetzter sein, der dir sagt, mein lieber Wassermann, so nicht. Ja, du musst das so und so machen. Das kann ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Das heißt also nicht, dass es ein Streitgespräch ist, eine wilde Auseinandersetzung, aber man muss auf dem Teppich bleiben. So, und dann haben wir den Rückzug. Das kann bedeuten, dass man sich beleidigt in die Ecke zurückzieht oder dass man einfach die Stille versucht, erstmal darüber nachzudenken. Man muss ja nicht vielleicht auf solche Gespräche direkt antworten. Man kann ja sagen, ich werde darüber nachdenken. Wir haben die Nostalgie, Vergangenheit, Rückbezug, schöne Erinnerungen, auch nicht so schöne Erinnerungen, ja. Vielleicht denkt man an Dinge zurück, die, wo man vielleicht noch so leidenschaftlich agieren konnte. Und dann haben wir nochmal die Königin der Schwerter. Also es geht absolut darum, sich selbst gegenüber gnadenlos aufrichtig zu sein. Sich selbst also auf gar keinen Fall etwas vorzumachen. Wie du dich anderen gegenüber verhältst und wie du dich gibst, ist natürlich vielleicht anders, als du wirklich fühlst. Aber es ist wichtig, dass du dir selbst eingestehst, wer du wirklich bist und wie du tatsächlich tickst und wie du wirklich fühlst, ja. Das ist sehr, sehr wichtig und zwar in doppelter Hinsicht hier, wenn ich das so sehe. Der Stern, die Heilung.
wie du dich selbst siehst. Da haben wir die drei der Kelche, Geselligkeit und das Ass der Münzen. Also auf dem Teppich bleiben. Die Heilung ist nur möglich, wenn du geduldig bist, wenn du dich den Gegebenheiten anpasst, ohne dich selbst zu verraten und dir selber treu bleibst, ja. Und dann brauchst du natürlich Geduld. Ja, wir haben hier den Tod, die Transformation und wir haben die Disziplin. Es gilt ein paar Dinge, die dich vielleicht auch, ich sag mal, zu schnell nach vorne preschen und kämpfen lassen, ein bisschen einzufangen. Ja? Also Geduld heißt ja nicht, dass du die Sache verrätst oder die nicht verfolgst, nur es ist das Wie. Ja? Zwei der Kelche, da haben wir den Ritter der Münzen. Das ist ein Erfolgsgarant. Der Fokus liegt darauf, in Gesprächen durch Diplomatie möglicherweise kleine Etappensiege zu erreichen. Das ist sicherlich auch möglich, aber nur, wenn du gelassen bleibst, wenn du entspannt bleibst. Ass der Münzen, zwei der Kelche erneut. Und die Neun der Kelche, also nur durch Gelassenheit, durch Geduld, Pragmatismus, Genauigkeit, Verlässlichkeit. Das sind all die Punkte, die dich deinen Wünschen näher bringen. Ass des Feuers nicht so gut, da haben wir zwar sehr viel Gefühl, aber wir haben vielleicht auch verletzende Worte, vielleicht auch Eifersucht zum Beispiel. Ja? Das ist das Schwert, die spitze Zunge, ja, wo man andere durch seine, ich sag mal, fordernde, leidenschaftliche Art auch natürlich kränken kann. Ob jetzt beruflich oder privat, ob beruflich oder privat ist, da macht da keinen Unterschied. Wir haben die drei der Schwerter erneut und wir haben die sieben der Stäbe. Ich denke, dass du gekränkt bist und dass du das auch so für dich realisieren solltest. Ja? Oder dass du selber jemanden gekränkt hast und mit diesem Widerstand rechnen musst. Einfach aus der Tatsache heraus, dass du jemanden gekränkt hast, ja, und jemanden vielleicht getroffen hast. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie sehr das Schwert eben auch verletzen kann, verbal. Ne? Das Schwert steht für die Kommunikation und vielleicht hat man da einiges gesagt oder getan, was man dann nicht mehr zurücknehmen kann. So, wir haben das Ass der Stäbe, wir haben die Mäßigkeit und wir haben die Fünf der Münzen. Es geht darum, sich in seiner inneren Mitte wiederzufinden und die Leidenschaft, ich sag mal, in Etappen zu entweichen zu lassen oder nach vorn dringen zu lassen. Aber da ist irgendwas, was dich davon abhält. Da ist wieder die Sieben der Schwerter und die Vier der Kelche. Du bist unzufrieden und diese Unzufriedenheit rührt aus dieser Kränkung heraus. Und das hatten wir letzte Woche schon gesehen. Da gibt es etwas, was du mit dir herumträgst und was dich sehr schnell sehr gereizt machen kann. Das kann eine Kränkung sein, die du immer wieder erfährst oder gefühlt wie immer wieder erfährst und wo du mit zu kämpfen hast. Das macht dich einfach unzufrieden. König der Stäbe, Zehn der Münzen und der Hierophant. Verbindungen, wichtige Verbindungen, Beziehungen, die sehr stark sind. Ich denke mal, dass du vielleicht auch diese Verbindung nicht aufgeben möchtest, was ja auch richtig ist. Ist vielleicht dein Vorgesetzter, dein Job oder eben auch eine Beziehung zu einem Menschen. Und die ist dir sehr, sehr wichtig, liegt dir am Herzen. Also musst du vielleicht auf der einen Seite deinen Stolz, deine Leidenschaft zügeln. Ja, und auf der anderen Seite auch dir eingestehen, dass du da vielleicht auch ein ganz klein bisschen mit Schuld dran trägst. Der Herrscher, Neun der Stäbe und die Drei der Stäbe. Also, ich denke mal, dass du auch von Pluto beherrscht wirst als Wassermann, dass du gerne auch den Ton angibst, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wenn du es übertreibst, ja, dann kann das auch sehr viel Kraft kosten. Ja, und dann muss man sich überlegen, sollte ich so weitermachen, ja oder nein? Also wenn du da zu viel, ich sag mal, dir herausnimmst, bewusst oder unbewusst, ja, dann solltest du darüber nachdenken. Die Strategie ist der Wagen und der König der Stäbe. Also wir haben die Fünf der Münzen. Es könnte dich deine Karriere und deine Beziehungen kosten, wenn du die Herrscher Attitüde nicht unter Kontrolle hast, also diesen Wunsch
zu bestimmen, frei zu sein. Ich weiß, du bist ein Freigeist. Du bist ja auch jemand, der sich selbst verwirklichen will, aber doch sicher nicht zum Preis, dass du andere links und rechts dafür ausnockst und liegen lässt, oder? Vor allen Dingen Menschen, die dir am Herzen liegen, nicht. So, Sechs der Kelche, Ass der Schwerter, Klarheit und Wahrheit darüber, wie gehe ich denn weiter vor? Damit ich eben kein Schlachtfeld hinterlasse, wenn ich mein Machtgefüge, meine Selbstverwirklichung umsetze. Da haben wir dann die Königin der Münzen. Sehr schön. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit mit den Fünf der Stäbe. Es ist nicht leicht. Es macht dich nervös, dass du gegebenenfalls ein bisschen kleinere Brötchen backen solltest. Ja? Aber du weißt auch, wenn ich zu harsch den Herrscher raushängen lasse, dann kommt automatisch der Widerstand, ja, weil keiner möchte, dass ihm oder ihr sowas widerfährt. Und keiner lässt sich das auf Dauer gefallen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel im Kollegenkreis, wenn du da immer den Ton angeben willst und die anderen lassen sich das ein-, zweimal gefallen, aber dann stehen sie auf und sagen, pass mal auf, ja, so nicht. Und vielleicht ist das mit den Vier der Münzen auch die Schwierigkeit, dass du an diesem Machtgefüge natürlich Gefallen gefunden hast und daran festhalten möchtest. Aber wenn du deine Wünsche erfüllt sehen möchtest, wenn du zufrieden sein möchtest, dich mit den anderen verstehen möchtest, dann musst du etwas bescheidener auftreten. Ganz klar. Egal, um welche Situation es jetzt geht. So, wir haben für dich den Adler. Der Allgeist ist mit dir. Schauen wir mal, was diese Karte für dich da zur Verfügung hat. Ich denke, es geht darum, sich den Überblick zu verschaffen. Die Botschaft lautet: Denk an die Adler, die hoch über den anderen Vögeln kreisen und sich vom Wind in die Höhe tragen lassen. Der Geist des Adlers erscheint dir, um dich zu fragen, ob du bereit bist, in neue Sphären aufzusteigen, auch wenn das bedeutet, für eine Weile die Einsamkeit auf dich zu nehmen. Die ganze Weisheit der Welt liegt dir jetzt zu Füßen. Wenn Blitze über den Himmel jagen, dann ist es der Geist des Adlers, der dich über die Turbulenzen erhebt, dir hilft, deine Angst zu besiegen und die Widerstände zu überwinden, indem er dich daran erinnert, dass der Allgeist hinter dir steht und möchte, dass du das Leben in vollen Zügen genießt. Du sollst jetzt wissen, dass du alle Weisheit und allen Mut in dir hast als ein Geschenk des Himmels und der Engel. Baue kühn dein Nest in luftigen Höhen und wisse, dass du mühelos durch die Lüfte gleiten kannst, als stolze Verkörperung des Adlergeistes in all seiner Würde und Erhabenheit, indem du im göttlichen Zeitmaß beanspruchst, was wahrhaft dein ist. Ja, was wahrhaft dein ist, im Zusammenspiel natürlich mit anderen. Ja, die anderen haben das gleiche Recht wie du, ja. Und sie haben auch Ansprüche und sie wollen auch, ich sag jetzt mal, leben und sie wollen auch, ja, ich sag mal, in Gemeinschaft leben und wollen die Dinge gut gestalten. Jeder hat natürlich eine andere Vorstellung davon. Und wenn sie dann einfach, ich sag jetzt mal, in eine Ecke gedrängt werden oder, ich sag jetzt mal, bevormundet werden, zumindest gefühlt bevormundet werden. Ich sag nicht, dass du das unbedingt so möchtest, aber es könnte sich so anfühlen. Dann gibt es Widerstand und mit diesem Widerstand muss man dann natürlich auch rechnen. Und damit macht man sich nicht unbedingt beliebter, ja. Und das kann einen die Karriere kosten, wenn man, ich sag mal, in gewissen Situationen zu viel riskiert, zu viel sagt oder sich gegen alles stellt. Es gibt tatsächlich eine Tendenz des Wassermanns, immer dagegen zu reden, ja. Und muss man das? Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, man kann sich ja die Argumente anhören, man kann auch dagegen sein, aber man muss es nicht jedem sagen, dass man dagegen ist. Man kann das so akzeptieren, wenn man dazu bereit ist. Und dann ist natürlich das Zusammenleben etwas geschmeidiger. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Wichtig ist, dass du dir selbst auch eingestehst, wer du bist, wie du unterwegs bist und was dich vielleicht auch von anderen unterscheidet und was dir auch, ich sage jetzt mal, als gute Eigenschaften, deine Cleverness, dein alles im Ganzen sehen und so weiter, was dir zur Verfügung steht. Dann mach das doch zum Geschenk der Gemeinschaft und versuche nicht immer
ich sage jetzt mal, die Gegenposition einzunehmen. Das ist mein Ratschlag für dich. Was du daraus machst, wie gesagt, ist deine Entscheidung. Ich kann auch das akzeptieren, was du möchtest. Es ist nur hier in den Karten so, dass man eben hier nicht wirklich, wirklich glücklich ist. Und es geht ja darum, dass du dich selber besser fühlst. Und das finde ich auch in so einer Kartenlegung wie auch in der Astrologie das Wichtigste. Wie komme ich auf den Weg, wo ich zufriedener bin, wo ich glücklicher bin? Und deswegen sage ich das nicht, um dich zu kränken. Also versuche mal darüber in aller Ruhe nachzudenken und dich selbst auch so ein bisschen ja, genauer zu analysieren und dann auch zu akzeptieren, wie du bist und das, was du verändern kannst, zu verbessern. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Wir schauen uns das jetzt noch in den Karten an für diese Woche. So, mein lieber Wassermann, KW 41, 10. bis 16. Oktober 2022, Sonne und Venus in der Waage. Ja, beflügeln dich auch mit Merkur, gibt es auch noch ein bisschen Diplomatie und ja, gute Sprechweise, die Dinge umzusetzen. Es kann nicht schaden, auch in Beziehungen, ja, also man sollte das wirklich auch anwenden. Was haben wir? Verlässlichkeit ist natürlich Trumpf. Wir schauen mal, was wir für den Wassermann in dieser Woche haben. Du entscheidest natürlich selbst, wie du damit umgehst. Da ist der Waage, Krebsenergie. Die Zügel in die Hand nehmen, voranpreschen, aber gut überlegt und natürlich auch konform mit dem, was so ein bisschen vorgegeben ist. Thema ist Ass der Kelche, Eigenliebe. Wie gehe ich mit mir um, mit mir selbst, ja? Und so gehe ich auch mit anderen um. Deine Energie ist der Ritter der Münzen. Geduld, okay, Erfolgsgarant. Auf der anderen Seite der Magier, Manifestation aus der Gedankenwelt in die Realität. Okay, ihr harmoniert mit der Hohen Priesterin. Da ist Sensitivität, Intuition im Spiel. Unbewusst die zwei der Münzen, Prioritäten. Man ist sich noch nicht ganz sicher und das kann auch an der Waage-Energie liegen, die auch manchmal so ein bisschen unentschlossen ist, dass man sich noch nicht so wirklich entschlossen hat, wo es hingehen soll. Wir haben die zwei der Schwerter, man ist zurückhaltend oder möchte noch keine Entscheidung treffen und man ist spielerisch unterwegs. Das heißt, so nach dem Motto, wir schauen mal, wie sich das entwickelt und sind da jetzt gar nicht so erpicht darauf, irgendwas Konkretes umzusetzen. Naja, so eine Grundtendenz sollte man nach Möglichkeit hier schon haben. Möchte ich jetzt zum Beispiel eine konkrete Beziehung? Möchte ich nur eine Freundschaft? Möchte ich mehr? Also da sollte man schon wissen, wo man hin möchte. Aber das kann man nur, wenn man mit sich da auch klar ist. Ass der Kelche, die Welt. Etwas hinter sich lassen, etwas Neues. Dann muss man das Alte aber auch abschließen. Drei der Kelche Geselligkeit, gesellschaftlich möchte man gut dastehen und die sieben der Münzen dagegen über, achtet auf die Detailfragen. Also wenn du zum Beispiel unaufmerksam bist oder was vergessen haben solltest, dann wird dir das dein Gegenüber sehr übel nehmen. Da ist jemand, der passt sehr gut auf, was passiert. Dann haben wir die Hohe Priesterin. Die sieben der Stäbe. Jeder steht für sich als Einzelperson für seine oder ihre Belange ein. Neun der Stäbe. Man verausgabt sich im Hin und Her, glaube ich. So unbewusst, ne? Soll ich nicht, ja? Zwei der Schwerter, drei der Stäbe. Man sucht nach einer Strategie, wie man da rangehen kann. Und das geht alles ganz langsam. Ich meine, es ist gut, wenn etwas langsam startet. Einfach aus dem Grund, man kann sich in Ruhe kennenlernen. Man kann versuchen, langsam aufeinander zuzugehen, als wenn man in so eine Geschichte einfach hineinstolpert und dann gar nicht weiß, wen man vor sich hat und wie man damit umgehen sollte. Also Langsamkeit ist nicht das Schlechteste, gerade was Beziehungen betrifft, weil man sich ja vielleicht für jemanden begeistert, aber diesen jemand natürlich dann auch noch nicht hundertprozentig kennt. Also ist das gar nicht so schlecht, wenn man das ganz langsam angeht, ja. Wir schauen uns mal die Orakelkarte an. Ich bin mal gespannt, worum es hier geht. Also es geht schon darum, man beobachtet sich ziemlich genau und man überlegt sich, wie man damit umgeht. Und wir haben
Beistand, Unterstützung. Man unterstützt sich gegenseitig möglicherweise, man ist vielleicht befreundet und weiß noch nicht, ob das in eine Beziehung münden kann, münden soll. Aber das ist okay, ja. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Man kann sich da ruhig Zeit lassen. Aber vielleicht geht es auch darum, dass du dann auch als Wassermann klarstellst, ich lasse mir Zeit und ich habe es nicht eilig und ich bin jetzt nicht auf irgendein spezielles Ergebnis aus. Die Grundbedeutung der Karte Beistand, Hilfe annehmen, Aufgabenbereiche delegieren, aufeinander angewiesen sein. Okay, Beziehungsbotschaft. Eine gesunde Beziehung lebt davon, dass zwei Menschen einander bedürfen und sich gegenseitig unterstützen. Wichtig ist dabei aber zu erkennen, dass du die anderen ebenso brauchst, wie sie dich brauchen. Du musst bereit sein, dir von anderen helfen zu lassen, ebenso wie du für sie da bist. Es geht jetzt darum, dich verletzlich zu zeigen, deine Bedürfnisse klar zu benennen und den Wunsch auszusprechen, sie erfüllt zu sehen. Habe Vertrauen, dann werden dir Wohlwollen und Liebe begegnen. Erwarte von anderen aber nicht, dass sie deine Gedanken lesen. Bitte und dir wird gegeben. Also es geht darum, klare Kante zu bekennen, zu sagen, pass mal auf, ich bin noch nicht so weit oder ich brauche ein bisschen Zeit für mich oder ich bin mir noch nicht klar darüber oder ich möchte zum Beispiel erstmal mich um meine Karriere kümmern oder ich habe andere Dinge. Ich bin mit einer Sache noch nicht fertig vielleicht oder ich muss das erstmal klären. Ich bin ausgepowert, es hat mich viel Kraft gekostet. Ja, es geht darum, dass man gemeinsam natürlich eine Strategie erarbeiten kann, wie man das miteinander so gestaltet, ja. Aber nicht, dass man sich da irgendwo verpflichtet. Das ist ja sowieso nicht dein. Spielerisch daran gehen und es langsam angehen lassen, ist wirklich nicht die schlechteste Idee. Dabei kommst du natürlich trotzdem voran, kannst die Hilfe in Anspruch nehmen deines Gegenübers und kannst natürlich selbst auch Hilfe geben. Aber es muss halt ausgewogen sein. Das ist ja Waage-Energie. Harmonisieren heißt ja, die Waage in dem Mittelstand zu haben. Also, dass sie nicht in die eine oder in die andere Richtung austariert. Und das ist eben manchmal auch das Schwierige an Beziehungen. Das kann mal so ausgehen, mal so ausgehen. Aber wichtig ist, dass man immer wieder in die Mitte kommt und dass man sich klar darüber ist, wo man steht und wie man das weiter gestalten möchte. Und da können die Vorstellungen natürlich auch ein Stück weit auseinandergehen. Aber wer sagt denn, dass man sich da nicht irgendwo in kleinen Schritten aufeinander zubewegen kann? Das ist vielleicht eine Veränderung, die jetzt gerade stattfindet. Entweder in einer bestehenden oder sich entwickelnden Beziehung. Also es ist nicht schlecht. Es ist einfach das, was du dir auch in der Allgemeinlegung gewünscht hast, Geduld zu haben. Mit dir selbst, mit der Entwicklung der Sache und natürlich mit deinem Gegenüber. Und dazu natürlich Unterstützung zu bekommen, Beistand zu halten, zu erhalten und zu geben. Wunderbar. So kommt man auch voran. Ja, man muss sich natürlich nicht in diese Position begeben, dass man der oder dem anderen sagt, was er zu tun oder sie zu tun und zu lassen hat, sondern dass man sich einigt. Und dazu muss man natürlich auch darüber sprechen. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Sache. Und man bleibt in der Spur, man vergewissert sich immer, ob man noch das gleiche Ziel verfolgt. Und das ist von Zeit zu Zeit immer mal eine gute Sache. Ja, ich bin gespannt, wie du das managst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und wir schauen natürlich, wie es nächste Woche weitergeht. Mein lieber Wassermann, wir sind in der KW 42, die Woche 17. bis 23. Oktober 2022. In dieser Woche haben wir auch die Sonne quer zu Pluto. Das kann zu Auseinandersetzungen führen. Vorsichtig damit. Wir haben eben auch das Machtthema da. Und auch eben in Beziehungen, da sollte man natürlich gut aufpassen. Der Merkur ist ja in der Waage, man kann versuchen zu regeln. Und Sonne und Venus laufen ab 19. zusammen. Das ist dann auch für Beziehungen besser, aber es kann, wie gesagt, am 20. zu Konflikten kommen. Seid da bitte vorsichtig. In dieser Woche haben wir dann am Sonntag auch den Wechsel von Sonne und Venus in den Skorpion. Das ist eine ganz andere Energie. Schauen wir uns jetzt an. Ja, Saturn ist in deinem Zeichen vorläufig und sorgt wahrscheinlich dafür, dass du als Wassermann bei der Stange bleibst, bei den Dingen, die du umsetzen möchtest. Schauen wir uns an,
was für eine Energie wir in dieser Woche für den Wassermann haben. Du entscheidest, die Karten sind nur Hilfsmittel. 7 der Kelche. Das sind Illusionen, das sind hohe, vielleicht auch zu hohe Erwartungen an dich selbst und oder andere oder beides. Ja, vorsichtig damit, ja, dass man eben nicht übertreibt in dieser Hinsicht. Wie siehst du dich selbst, der Turm? Der Turm schafft Platz für Neues. Das heißt, man lässt Dinge los, die man nicht mehr braucht und verabschiedet sich von Unwichtigem. Dein Wunsch, die Hohepriesterin. Das ist Sensitivität, Intuition, dass man seinem Bauchgefühl mehr vertraut oder dass man seiner Intuition mehr vertraut. Das ist dein Wunsch. Hoffnung und Ängste, da ist der Mond wieder. Das ist so das, was einen beschäftigt, die Schattenseiten, die Dinge, die man sich angeeignet hat aufgrund eigener Erfahrungen, die einem nachhängen, mit denen man sich auch zeitweise wenigstens auseinandersetzen sollte. Gut für dich ist die 7 der Luft. Die 7 der Luft ist auf der einen Seite das, was du selbst verschweigst, auf der anderen Seite ist es das, was du nicht weißt. Vielleicht sich auch bewusst zu machen, dass man gewisse Dinge nicht beeinflussen kann, dass man gewisse Dinge nicht wissen kann auch, ja. Deswegen sollte man das berücksichtigen. Nicht gut ist die 7 der Erde. 7 der Erde sind ja die Dinge, die im Kleingedruckten stehen. Es sind die Detailfragen. Es kann sein, dass dir in dieser Woche einiges durchgeht, was das betrifft. Aufgrund der hohen Erwartungen, aufgrund, dass du mit Dingen beschäftigt bist. Ausgang ist die Berufung. Die Berufung spricht jetzt nicht nur vom Job, ja, sondern auch das, wozu du angehalten bist. Ja. Du bist berufen, etwas zu erkennen, etwas zu tun, etwas zu verändern, je nachdem. Schauen wir uns an. Was begegnet dir in dieser Woche? Womit solltest du rechnen? Was kommt von außen? Und ja, es kann auch was Gutes sein, durchaus. Es muss nicht immer negativ sein. Mit was solltest du denn in dieser Woche rechnen als Wassermann? Ass der Münzen, ein Angebot, eine Offerte, vielleicht eine Offerte, die dir Sicherheit und Stabilität bieten kann. Aber es ist etwas Pragmatismus dabei. Genauigkeit natürlich, Verlässlichkeit wird verlangt und es kann aber sehr lukrativ sein. So, wir haben Eigenliebe. Das bedeutet, liebevoll mit sich selbst umgehen. Sich selbst akzeptieren, wie man ist, das, was einem nicht gefällt, zu ändern und sich zu akzeptieren, auch mit allen Fehlern und allen Schwächen, aber auch mit allen Stärken. Rückzug, Einsamkeit kann auch sich alleine fühlen bedeuten. Klarheit, ja, es kann um klärende Gespräche gehen, Erkenntnisse, die man selber hat, Dinge, die man herausfindet über sich selbst, über die Dinge oder über die Sachen, die einen so belasten. Hohepriesterin, sehr gut. Du setzt dich damit auf sehr intuitive, gefühlvolle Art und Weise auseinander. Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe möchte die Dinge mit Leichtigkeit angehen, möchte da nicht so viel Ernst reinbringen. Aber diese Dinge sind meist ernst. Ja? Also ernsthaft auf jeden Fall. Und dann haben wir die Liebende, das, was dir am Herzen liegt. Vielleicht bist du da ein bisschen ungenau. Also im Sinne von, du achtest auf gewisse Kleinigkeiten nicht, aber vielleicht dein Umfeld, ja? Und das, was du liebst, tust du und manche Sachen gehen dir da vielleicht auch verloren. Es geht um das, woran du arbeitest. Und dann meine ich auch nicht nur den Job mit, sondern auch die Dinge, die du für dich, für deine Situation, für dich selbst verbessern möchtest. Denn du arbeitest ja zum Beispiel auch daran, sagen wir mal, ein gutes Konto zu haben, also Geld zu sparen oder dir gewisse Dinge anzueignen, zu lernen, ja, Wissen anzueignen, Know-how, ja, Weiterbildung und so weiter. Wir schauen mal. Der Turm allgemein für den Wassermann. Da haben wir den Ritter der Stäbe und die 8 der Stäbe. Bedeutet, dass du nicht mehr so sprunghaft sein möchtest,
Das ist so mein Gefühl, was ich dabei habe. Du sprichst darüber, dass du die Dinge anders regeln möchtest, dass du dich vielleicht auch ein Stück von etwas befreien möchtest. Der Wunsch nach Intuition, Transformation, Veränderung, Königin der Schwerter, mit sich selbst arbeiten, sich selbst gegenüber gnadenlos aufrichtig zu sein, sich auch mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, was einem Wassermann natürlich nicht so gefällt, aber sie sind nun mal da. Und Gefühle entbehren ja oftmals jeglicher Logik. Und deswegen macht es das für den Wassermann so schwierig. Der Mond, Knabe der Stäbe, Fokus und Königin der Münzen. Du versuchst oder du arbeitest daran, die Dinge auch in deinem Gefühlsbereich wichtiger zu nehmen. Das finde ich sehr schön. Das sind die Erkenntnisse. Deine Intuition sagt dir, du musst deine Gefühle ernst nehmen, um mit ihnen umgehen zu können, um sie besser im Griff zu haben oder vielleicht auch sie als wichtigen Wegweiser zu sehen. 7 der Luft, der Turm, das hier. Und der Ritter der Kelche, liebevolle Energie. Ich glaube, es geht darum, dass du diese Detailfragen, die du hier so außer Acht lässt, mehr in den Fokus rücken willst. Diese Detailfragen können ja das Gefühl betreffen oder wie du mit anderen umgehst, ja. Und der Ritter der Kelche ist die liebevolle, fürsorgliche Energie. Da haben wir die 5 der Schwerter und die 2 der Münzen. Es kann durchaus sein, dass du in dieser Woche neue Prioritäten für dich ganz persönlich setzt. Das wirst du keinem erzählen, aber das machst du mit dir in deinem Inneren, mit deiner Intuition aus. Dann die Berufung. Du stehst vor einer Weggabelung und du bist noch nicht ganz sicher. Und solche Sachen sollten auch nicht zwischen Tür und Angel entschieden werden, sondern in aller Ruhe und ohne Stress nach Möglichkeit. Das Ass der Kelche, da ist der Rückzug erneut und da ist die Mäßigkeit. Da kommt mir so ein Gedanke, sich für eine Woche oder zwei ins Kloster zu begeben, um seine Gedanken zu sortieren und zu sich selber zu finden. Das wäre so etwas, was mir dazu einfallen würde, um sich besser selber kennenzulernen. 5 der Münzen, König der Stäbe, Feuerenergie und 10 der Schwerter. Du möchtest die Lektionen, die du gelernt hast, in aller Ruhe bearbeiten und die Erkenntnisse daraus sammeln. Das tust du hier auch. Da ist die 7 der Kelche, die hohen Erwartungen und der König der Münzen. Das kann natürlich bedeuten, dass du auf der einen Seite die Gefühle sortierst und deine Möglichkeiten abwägst und auf eine solide Basis stellst mit dem König der Münzen. König der Münzen ist Dankbarkeit, Demut, aber auch an etwas festhalten, was einem wichtig ist, was einem am Herzen liegt. Und da sollte man natürlich nicht überbordende Gefühle haben oder Ansprüche. Die Hohepriesterin, die Liebenden und der Eremit, Jungfrau-Energie. Ja, man macht das mit sich aus, was man für sich selbst als wichtig erachtet, auch im Gefühlsbereich. Also diese Woche gilt schon den Gefühlen irgendwo, die in dir vorgehen. Nicht den anderen, das betrifft dich jetzt ganz, ganz persönlich. Dann der Ritter der Stäbe, das Team und der Knabe der Münzen. Also ich denke mal, dass du nach außen hin natürlich weiterhin der oder dieselbe bist wie zuvor. Aber in deinem Inneren verändert sich etwas, transformiert. Die Liebenden, 7 der Stäbe und das Gericht. Ich denke mal, du entscheidest, was dir für dich relevant ist und du verteidigst das auch. Du stehst dafür ein. 8 der Münzen, da ist der Teufel, Obsession und 10 der Münzen. Also ich denke mal, dass du sehr stark und vielleicht auch ein bisschen übertrieben an Stabilität und Sicherheit arbeitest. Also auch ein bisschen Machtgehabe wieder an den Tag legst. Du lässt dir nicht die Butter vom Brot nehmen, was ja auch gut ist. Du hast beurteilt, was für dich relevant ist und was nicht. Und möglicherweise, wie gesagt, kommt von außen das Ass der Münzen auf dich zu. Man bietet dir vielleicht eine tolle Position an, eine
ja, persönliche Bereicherung, wie auch immer das aussehen mag. Und ich denke, dass du da sehr großen Ehrgeiz an den Tag legst. Wichtig ist, dass du da nicht dich verausgabst. Der Teufel ist ja immer die Übertreibung. Es ist aber auch Steinbock-Energie, Stabilität und Sicherheit und damit auch Verlässlichkeit herzustellen. Verwandlung ist etwas Schönes. Der Schmetterling, ich sag ja, du bist in der Transformation und veränderst etwas in dir. Das passiert erstmal im Inneren und vielleicht dann später auch im Außen. Ich lese mal vor. Leichtigkeit und das schöne Gefühl am Leben und kreativ in der Welt zu sein sind das Grundthema, wenn der Geist des Schmetterlings zu dir flattert. Verwandlung ist unvermeidlich, wenn du in die Kraft deines schönsten Selbst hineinwächst. Tatsächlich wirst du einige unbequeme Stadien durchlaufen müssen, pardon, während du Formen abstreifst, die nicht mehr zu deinem neuen Leben gehören oder passen. Auch deine Beziehungen müssen sich verwandeln, um deinem sich neu formenden Selbst zu entsprechen. Wenn du dich aber auf die schönen Seiten anstatt auf das Problematische konzentrierst, dich selbst nicht zu ernst nimmst und dich für einen spielerischen, liebevollen und freudvollen Umgang mit dem Wandel entscheidest, wirst du bald wissen, welche Wunder deine Seele durch dich erfahren möchte. Heute ist ein Tag der Freude, also lass dich nieder, schau dich um und sieh all die Schönheit, die überall und in jedem zu finden ist, auch in dir selbst. Das heißt, du sollst dich natürlich auch kritisch betrachten, deine früheren Entscheidungen oder deine Handlungsweisen, klar, aber du sollst das mit Wohlwollen tun. Das Ass der Kelche ist nichts anderes als dein höheres Selbst, das dir hilft, dein besseres Selbst zu finden, deine bessere Form oder eine bessere Form der Umsetzung. Ja? Und da ist natürlich Verwandlung oder ich sage jetzt mal Transformation die beste Möglichkeit dazu. Also anders voranzugehen, was anderes auszuprobieren. Ne? Man kann das in kleinen Schritten tun. Man muss das nicht krass und irgendwie großartig machen, sondern in kleinen minimalen Schritten. Haben wir ja auch hier. Und du merkst ja auch, was sich für dich bewährt und was eben nicht. Das ist so Try and Error, also Versuch und Fehler. Also so versucht man eben, sich selbst auf eine möglichst bessere Position, möglichst bessere Situation einzustellen, dorthin zu gelangen. Ja? Durch Überlegungen und durch langsames Probieren. Warum nicht? Und du hast die Möglichkeit, dass da auch einiges auf dich zukommt, was sehr lukrativ erscheint. Aber überlege dir das, wie du das am liebsten möchtest und versuche es. Wir hatten vorher mal, dass du eben so ein bisschen stagniert hast, weil du eher in der Überlegung hängen geblieben bist. Jetzt bist du in der aktiven Situation, etwas machen zu können. Und daraus auch natürlich den bestmöglichen Vorteil für dich zu ziehen. Und das solltest du auf jeden Fall in dieser Woche versuchen. Ich wünsche dir, ja, bestmöglichen Ausgang, tolle Ergebnisse. Und wir schauen uns das jetzt auch natürlich in der Beziehungslegung für diese Kalenderwoche an. So, mein lieber Wassermann, Beziehungslegung für die KW 42, 17. bis 23. Oktober 2022. Weiterhin Sonne und Venus in der Waage, zumindest bis Samstag. Am Sonntag wechseln Sonne und Venus in den Skorpion. Ganz andere Energien, sehr sensitiv, sehr gefühlvoll, aber auch sehr tiefgründig und nachdenklich. Der Saturn wechselt am Sonntag auch seine Richtung. Er ist in deinem Zeichen und wird wieder vorläufig. Also sollte man darauf bedacht sein, oder ich denke mal, es wird dir auffallen, dass du gut vorankommst durch Pragmatismus. Wir haben auch an diesem Tag, ich glaube, den Herbstanfang, ja, es ist Neumond im Skorpion in der nächsten Woche. Und ja, wir haben Merkur auch gut zu Saturn, der ja jetzt vorläufig ist in deinem Zeichen. Man kann sicherlich gute Absprachen treffen.
Und wir schauen uns mal an, wie das für den Wassermann allgemein in Beziehungen aussieht. Und du entscheidest natürlich für dich, was davon du für dich anwendest in deinem realen Leben. Wie sieht die Energie aus? Wieder der Neuanfang, ja, Neubeginn. Thema Eigenliebe, auch erneut. Deine Energie, die Neun der Schwerter. Vielleicht sprichst du jetzt über deine Befürchtungen, Bedenken, Hindernisse. Wir haben das Ass der Stäbe, leidenschaftlicher Neubeginn. Zwischen euch Geselligkeit, ja. Ich denke mal, dass man sich vielleicht auch kennenlernt oder wieder kennenlernt. Wir haben den Mond unbewusst, die Dinge, die einen belasten. Und ich denke, es ist an der Zeit, diese Dinge anzusprechen, sich auszutauschen. Ratschlag 5 der Stäbe, nicht der Wettbewerb, aber vielleicht auch, ja, sich, ja, so ein bisschen auch nicht zu nervös zu geben oder dass man Angst hat, sich eine Blöße zu geben. Wir haben die Obsession, die Übertreibung oder die Steinbock-Energie der Machtausübung. Vorsichtig mit Macht, ja. Man kann selbst auch in Ohnmacht sein, dass man eben Dinge nicht beeinflussen kann, dass man beeinflusst wird. Du hast einige Sorgen und Nöte und solltest die vielleicht auch mit deinem Gegenüber teilen, zumindest ansatzweise. Wir haben das Rad des Schicksals, was dir gewogen ist. Jupiter im Widder rückläufig unterstützt dich ja. Königin der Schwerter, auch hier sei ehrlich und aufrichtig zu dir selbst. Und hier haben wir die Beurteilung der Situation mit Leidenschaft. Ich denke auch Leidenschaft für dich in dieser Woche. Die 8 der Stäbe, Kommunikation. Man soll sich mitteilen, man soll sich austauschen. Du musst nicht jedem alles erzählen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es ist damit gemeint, dass man wenigstens dem anderen, der anderen, einen Hinweis gibt, wie es dir geht. 6 der Münzen, Entspannung. Es ist das Ziel, ausgewogener zu sein. 8 der Münzen, so ein bisschen an der Nervosität oder vielleicht auch mit den 5 der Stäbe das Gefühl zu haben, immer unter Druck zu stehen oder immer im Wettbewerb zu sein, ja, sich immer beweisen zu müssen. Da eben daran zu arbeiten, dass das gar nicht notwendig ist. Ritter der Stäbe, mehr spielerisch an die Dinge heranzugehen. Spielerisch heißt jetzt nicht, man geht unnötige Risiken ein, sondern man nimmt sich selber nicht so ernst vielleicht auch. Oder man, ja, wie soll ich sagen, man lässt sich mit dem Strom schwimmen. Das ist ja auch das Rad des Schicksals, dass man sich ein bisschen dem Strom überlässt. Ja, man verliert nicht die Kontrolle, aber man passt sich ein kleines bisschen an, dann läuft es leichter. Ja, also man muss nicht immer den Berg erklimmen oder übersteigen, sondern man kann auch drumherum schwimmen, ja, wenn man sich mit anderen verbindet. Also ich denke mal, es ist einfach ein bisschen mehr Aufrichtigkeit, Erkenntnis auch erstmal für einen selbst, ja, und zu sehen, dass es auch leichter gehen kann, ja, und dass man deswegen nicht jetzt ja seine Prinzipien verrät, nur weil man sich ein bisschen anderen Menschen anpasst oder ein bisschen entgegenkommender ist. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich in sich selbst wohlzufühlen, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist. Dann kann einem auch so schnell von außen nichts widerfahren oder schocken oder vielleicht auch mitreißen oder man fühlt sich dann vielleicht auch nicht so ausgeliefert. Wir haben trautes Heim. Ja, also ich denke mal, sich irgendwo zu Hause fühlen. Wohlfühlen. Sich in seiner eigenen Haut vielleicht auch wohlfühlen. Und vielleicht ist die Königin der Schwerter dazu der richtige Anhaltspunkt, indem man Dinge erkennt, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Die Grundbedeutung Authentizität bei sich selbst ankommen, sich zu Hause fühlen, den passenden Ort finden, sich in seiner Haut wohlfühlen. Das ist eine wichtige Konsistenz, die man auch braucht, wenn man in Beziehungen ist. Ob in der Form von Partnerschaft und Freundschaft oder auch der Kameradschaft mit einem treuen Tier. Die Liebe wohnt jetzt in deinem Leben. Du hast viel davon zu geben und kannst gewiss sein, dass sie erwidert wird. Deine Bindungen vermitteln dir ein Gefühl der emotionalen Sicherheit, Geborgenheit und Vertrautheit. Sieh deine Partnerschaft als dein Zuhause an.
Gemeinsam mehrt ihr die Liebe in der Welt. Gemeinsam. Ja, nicht jeder für sich, sondern gemeinsam. An Dingen gemeinsam zu arbeiten, macht die Dinge besser. Ja, und auch macht einen selbst besser. Ja, weil man vielleicht auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten kriegt, wie man so rüberkommt. Ja, man sieht sich selbst ja auch nicht immer so. Und ich glaube, es ist für dich so ein bisschen darauf vertrauen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Du tust deinen Teil dazu und der andere, die andere, ihren oder seinen Teil. Dass man eben aufeinander sich zubewegt in einem Prozess, der eben langsam ist, wo man sich aber die ganze Zeit des Weges auch dabei wohlfühlt und sich auch ein Stück weit vertraut und sich mitteilt, was in einem vorgeht, was einen bewegt oder was man gerne möchte. Das geht aber eben nur, wenn man weiß, was in einem vorgeht. Also wenn man das auch wahrnimmt und natürlich auch akzeptiert. Ja? Du hast ein paar Nöte und Ängste, vielleicht auch Dinge, die du aussprechen solltest. Dein Gegenüber versucht, so sachlich wie möglich zu sein, ist aber wahrscheinlich durch die Leidenschaft, also diese Gefühle auch dir gegenüber, natürlich ein bisschen voreingenommen. Aber ist das denn so schlecht? Man darf nur nicht übertreiben oder sollte nicht übertreiben, zu hohe Risiken einzugehen, sich vielleicht zu viel wieder zuzumuten oder auch wieder dieses Machtspiel auszutragen. Es ist wichtig, daran zu arbeiten, dass man eben diesen Wettbewerb nicht wirklich ernst werden lässt. Man kann sich foppen, man kann sich so ein bisschen aufziehen oder so im Spaß. Ja? Fünf der Stäbe ist ja auch ein sportlicher Wettkampf zum Beispiel. Das ist wunderbar. Aber sobald das ernst wird, auch in der Beziehung, wird es unschön. Und wir wollen uns ja wohlfühlen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das weder von dir noch von deinem Gegenüber ausgeht. Also wäre es anzuraten, darauf auch ein Stück weit zu achten und mitzuwirken. Das möchte ich dir ans Herz legen für diese Woche. Ich wünsche dir dabei nämlich eine schöne Zeit und keine anstrengende Zeit, sondern Erholung und natürlich auch Wohlbefinden. Alles Liebe. Wir schauen und wir sehen, wie es in der letzten Woche im Oktober dann tatsächlich aussieht. Also bis gleich. Mein lieber Wassermann, wir sind in der letzten Kalenderwoche des Monats Oktober. Das ist die KW 43 vom 24. bis 30. Oktober. Und wir schauen uns an, was wir an Besonderheiten haben. Wir haben in dieser Woche natürlich Sonne und Venus im Skorpion. Wasserenergie, tiefgründig, grüblerisch zum Teil auch. Wir haben in dieser Woche am 28., dem Freitag, den Wechsel des Jupiter in die Fische. Jupiter ist noch rückläufig, wechselt aber in seiner Rückläufigkeit vom Widder, der dich unterstützt hat als Wassermann, in die Fische. Damit unterstützt er dich so nicht mehr. Dann haben wir einen Tag später Merkur, der ja bis dato in der Waage war, wechselt in den Skorpion. Da kann das Gespräch untereinander schon mal ein bisschen, sagen wir mal, tiefgründiger oder verletzender werden. Je nachdem, um was es geht, positiv wie negativ, kann es tiefgründiger werden. Und am schlimmsten eigentlich, am 30. haben wir Mars in den Zwillingen, rückläufig bis über den Jahreswechsel hinaus. Das entzieht Kraft. Und das sollte man beachten. Das heißt, man sollte nach Möglichkeit sich nicht übernehmen. Und ich sag mal, Dienst nach Vorschrift natürlich, das, was man tun muss. Aber man sollte nicht noch zusätzliche Aufgaben oder Dinge übernehmen, die einem die Kräfte rauben können. Das entscheidet man natürlich selbst, du natürlich auch. Aber wichtig ist, dass du es weißt, woher das kommt. Wir schauen jetzt mal, was so in dieser Woche drin und möglich ist für den Wassermann. Und du entscheidest natürlich selbst, was davon du umsetzen möchtest. Und ich hoffe, die Inspirationen der Kartenlegung und auch der Astrologie helfen dir, die richtigen Entscheidungen für dich persönlich zu treffen. Die überlassen die Karten und die Astrologie und auch ich dir natürlich. Wie ist die Energie für den Wassermann? Die 8 der Luft, man dreht sich im Kreis. Das kann auch bedeuten, dass man eben nicht so schnell vorwärts kommt, weil Energie fehlt.
oder weil man grüblerisch ist. Deine Energie der Turm. Du bist immer noch dabei, dich von Dingen zu lösen, Dinge vielleicht auch zu sortieren, was wichtig ist und was nicht. Dein Wunsch ist die 3 der Kelche, Geselligkeit oder vielleicht auch einen gewissen Status in der Gesellschaft zu erreichen. Hoffnung und Ängste ist die 3 der Münzen. Das ist Teamplay, das ist Zusammenarbeit, privat genauso wie beruflich, dass man eben an einem Strang zieht und sich gut zuarbeiten kann. Gut für dich ist die Königin der Kelche. Liebevolle, fürsorgliche Energie. Man kann auch sagen, mütterliche Energie. Also entgegenkommen. Fürsorge ist ja, man kümmert sich um jemanden. Das kann von dir ausgehen, das kann aber auch von jemand anderem ausgehen. Nicht gut ist erneut der Mond. Der verfolgt dich ja momentan. Also es gibt etwas, was dich belastet, was dich beschäftigt, was dich umtreibt oder was dich eben auch irgendwo piesackt. Ausgang ist der König des Wassers, König der Kelche, skorpionische Energie. Skorpionische Energie ist zurückhaltend, zugeknöpft, aber trotzdem fürsorglich und liebevoll. Also möglicherweise will man sich einfach nicht in die Karten schauen lassen, obwohl man Fürsorge empfindet oder auch erhält. Schauen wir uns an, was dir in dieser Woche begegnet im Außen, was auf dich zukommt, worauf du dich gegebenenfalls einstellen solltest. Das kann positiv wie negativ sein. Was haben wir da für den Wassermann? 8 der Kelche. Dein Umfeld oder Mitmenschen wollen neue Wege gehen. Sie wollen das Alte hinter sich lassen, wollen Neues versuchen. Alles, was nichts mehr nützt, soll ausgemerzt werden, hinter sich gelassen werden. Also man möchte ja sich neu aufstellen. Okay, schauen wir mal. Der Neuanfang mit dem Narren, das ist wahrscheinlich auch dein Ziel. Du mistest aus, du kümmerst dich um das Wichtigste, das, was relevant ist, und der Rest kann weg. Dann haben wir die 8 der Münzen. Du arbeitest daran und möglicherweise auch an etwas, was entweder Geselligkeit betrifft, also Zusammensein, ja, aber auch natürlich die gesellschaftliche Position im Job zum Beispiel. 7 der Schwerter. Dinge, entweder die man selbst geheim hält oder nicht so nach außen trägt, oder Dinge, die man selber nicht weiß. Also Einflüsse oder Vorkommnisse, von denen du keine Ahnung hast. Der Fokus liegt wahrscheinlich darauf, mit der Fürsorge, dass man sich darum kümmert, die Dinge umzusetzen und vielleicht auch die Dinge, die man nicht weiß, zu erfahren, zu ergründen oder irgendwie, ja, vielleicht auch jemanden zu haben, der einem da weiterhilft. Page der Schwerter, Gespräche. Du führst Gespräche darüber. Vielleicht suchst du Unterstützung, wenn man die Fürsorge da rannimmt, dass jemand dir hilft, da den Durchblick zu gewinnen. Wir haben die 7 der Kelche. 7 der Kelche ist auf der einen Seite natürlich, dass man sich gefühlsmäßig neu aufstellt, neu orientiert und dass man sich eben einen Kelch aussucht. Man sollte nicht alle 7 nehmen, das wäre zu viel. Das sind die zu hohen Erwartungen. Zu hohe Erwartungen oder spezielle Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, bedeutet immer automatische Enttäuschung, weil die Realität meist anders aussieht. Und Königin der Münzen, das ist eine schöne Energie. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit, um die Dinge, die du bewerkstelligen kannst. Sei es jetzt deine Miete zu bezahlen, deinem Job nachzukommen, genügend Geld zu verdienen etc. Oder eben auch fürsorglich für deine Lieben zu sorgen. Ich denke mal, es geht hier darum, dass du gewisse Anforderungen an dich oder eben auch an andere hast, die vielleicht automatisch nicht erfüllt werden können, weil gewisse Voraussetzungen fehlen. Entweder, dass du gewisse Dinge nicht weißt, dass du gewisse Dinge nicht teilst mit anderen und dass man deshalb eben nicht dahin kommt, wo man hin möchte. Schauen wir mal. Der Turm. Du stehst vor einer Weggabelung und du möchtest Sicherheit und Stabilität. Das heißt, du wirst auf jeden Fall den Weg wählen, der dir mehr Profit, mehr Sicherheit in irgendeiner Form verspricht. So bist du gerade unterwegs. Das kann das Finanzielle betreffen oder auch die Sicherheit
einer Familie oder einer Partnerschaft. Aber ich denke, beim Wassermann ist es eher das Finanzielle. Drei der Kelche ist der Wunsch, Erkenntnisse, Know-how, kann auch bedeuten, dass man sich weiterbildet, um gewisse Dinge zu erreichen oder dass man eben erfährt, was man erreichen muss, um diesen Status zu erlangen. Wir haben hier den Turm. Du wirst auf jeden Fall den Weg der finanziellen Absicherung wählen, ist meine Meinung dazu. Drei der Münzen in Hoffnungen und Ängste bedeutet, dass du hoffentlich die richtigen Leute an der Seite hast oder auch die Unterstützung bekommst, die dir vorschwebt und dass man Hand in Hand arbeitet. Da haben wir die Sonne, positive Entwicklung. Du hast wahrscheinlich einen Mentor oder eine Mentorin, jemanden, der dich unterstützt, der Freude dabei empfindet, wenn er oder sie dich da fördern kann. Wir haben die Intuition, bedeutet Bauchgefühl. Du hast also das richtige Bauchgefühl, denke ich mal, für die Leute, die dir nützlich sind. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ja? Also, sondern eben, wo du weißt, der hilft mir wirklich weiter oder die. Königin der Kelche ist gut für dich, weil man dann durch die Sicherheit auch ein gewisses Risiko eingehen kann. Sechs der Münzen ist dabei wichtig, dass man eben nicht nur nimmt, sondern auch was zurückgibt. Das ist sehr wichtig. Durch Gespräche, durch Aufmerksamkeit oder vielleicht auch durch Dankbarkeit. Der Mond, da haben wir die Entspannung und da haben wir das Rad des Schicksals. Das heißt, die Dinge werden sich, weil das ist auf der Position nicht gut für dich, so lange nicht verändern und der Mond wird so lange dort stehen bleiben, in der schlechten Position, solange du davor zurückschreckst, dich den Dingen zu widmen und sie zu bearbeiten. König der Kelche, die Liebenden und die zwei der Schwerter. Kann bedeuten, dass du aufgrund deiner, ja, ich sag mal, Vorerlebnisse oder Vorerfahrungen eher zurückhaltend bist, was jetzt zum Beispiel Beziehungen, Partnerschaften oder Ähnliches betrifft. Also ich meine die geschäftlichen genauso wie die privaten natürlich, dass du da nicht so viel von dir verrätst, sondern lieber das Wissen, was du über andere hast, nutzt, um voranzukommen. Der Neuanfang. Da sind Verpflichtungen drin, Dinge, die du erledigen musst und du musst dich ganz schön reinhängen mit den Acht der Münzen. Also das ist ganz schön viel Arbeit, das zu erlangen, das zu erreichen, was dir vorschwebt. Die Acht der Münzen bedeutet Widerstandsfähigkeit oder mit Widerstand zu kämpfen und drei der Kelche. Das, was du dir wünschst. Also es ist nicht so leicht, die Leute so auf seine Seite zu ziehen, von sich zu überzeugen und dann eben auch unterstützt zu werden. Da braucht man schon Cleverness, das hast du auf jeden Fall, und natürlich auch Freiraum. Ich denke mal mit dem Turm, dass man da eine gewisse Unabhängigkeit schon braucht. Die Sieben der Schwerter, Ritter der Schwerter und die Sieben der Münzen. Das kann bedeuten hier, die Sieben der Schwerter, das Unbekannte, kommt ganz plötzlich und unerwartet auf dich zu und zeigt dir die ganzen Punkte auf, die du zuvor nicht kanntest, die dir nicht bekannt waren. In Bezug auf das, was du hier erhoffst, die Zusammenarbeit mit anderen Leuten oder dass jemand dich unterstützt, ja, wo du ja auch sehr, ich sag jetzt mal, weißt, wer dich da unterstützen sollte. Der Fokus liegt auf dem Gericht, die Situation zu beurteilen und mit dem Magier natürlich auch positiv zu beeinflussen. Der Magier ist Manifestation, Umsetzung in der Realität, aber auch Manipulation und ich sage jetzt mal bewusst oder unbewusste Führung des oder der anderen in die Richtung, in die du sie haben möchtest. So, dann haben wir hier den Page der Schwerter, Königin der Münzen. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit durch Kommunikation. Da ist Fürsorge drin, entweder für dich oder von dir ausgehend, durch Gespräche und Geduld. Das ist wichtig. Geduld braucht man, um Beziehungen aufzubauen, egal in welchem Bereich. Ja, also mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten oder eben auch eine Beziehung zu führen, freundschaftlich oder eine Liebesbeziehung. Das braucht immer Zeit, sich wirklich ausgiebigst kennenzulernen, um diese Fürsorge eben auch ausgewogen zu gestalten. So, Sieben der Kelche. Da haben wir die Fünf der Kelche, das Bedauern.
Und da haben wir erneut die 7 der Kelche. Das ist so ein bisschen, solange du nichts tust, passiert auch nichts. Hier hast du die Erwartungen, du bist enttäuscht, aber machst das Gleiche erneut. Das bedeutet, du wiederholst das, was sich vorher schon nicht bewährt hat. Das ist die eine Auslegung der Karte. Es kann auch sein, dass du bedauerst, dass du eben vielleicht auch nicht genau weißt, wohin die Reise gehen soll. 3 der Kelche, die umgefallen sind, sind ja nicht mehr befüllbar. Aber 2 der Kelche wäre das persönliche Gespräch, das aufeinander zugehen. Aber mit den 7 der Kelche sind da die Erwartungen erneut zu hoch. Man kommt also nicht auf einen Konsens, weil man immer wieder auf den gleichen Dingen beharrt. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit in Beziehungen, indem du vielleicht ja verbal, durch Gespräche, durch Ansprache eben ja aufmerksam machst auf das, was sinnvoll und nützlich ist. Damit hast du aber nicht deine Probleme aus der Welt geschafft. Du hast möglicherweise durch Erfahrungen, die du gemacht hast, eine Einstellung dazu, dass deine Erwartungen erfüllt werden sollen. Was nicht unbedingt schlecht ist, solange sie realistisch sind und solange sie nicht so weit oben liegen, dass sie gar nicht erfüllbar sind. Solange ist das alles in Ordnung. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Stabilität und Sicherheit bekommt man auch dann nur, wenn man eben, ich sage jetzt mal, auf der gleichen Ebene steht wie sein Gegenüber. Jetzt ist aber hier eine gewisse Zugeknüpftheit, Distanziertheit, die dafür sorgt, dass man eben nicht so richtig mit der Sprache rauskommt. Wie soll dein Gegenüber dich dann verstehen? Du hast Sorgen und Nöte, die du umsetzen bzw. verbessern möchtest. Und dann ist es auch wichtig, deinem Gegenüber exakt zu sagen, was los ist, was du möchtest und wie die Ziele aussehen. Ja, das ist nicht so leicht. Dein Gegenüber möchte auch Dinge erreichen mit den 8 der Kelche, aber du drehst dich bisher im Kreis. Das heißt, du wiederholst, wie gesagt, hier die Dinge, die du schon vorher als nicht adäquat festgestellt hast, versuchst es erneut. Also es wäre natürlich sinnvoll, sich zu überlegen, ob es da nicht eine andere Möglichkeit gäbe, da an diese Sache heranzugehen. Aber vielleicht ist das so gewollt, vielleicht ist das so, dass du das einfach nicht möchtest oder nicht probieren möchtest. Kann ja sein, ist auch nicht, wie gesagt, du wirst das wiederholen, bis du die Lektion lernst. Wir haben hier das Reh, geh behutsam zu Werke. Also nicht mit der Panzerfaust, ja, dass du deinen Willen unbedingt durchsetzen musst. Und natürlich auch nicht, indem du dich total unterordnest, das ist damit auch überhaupt nicht gemeint. Es geht darum, mit den 6 der Münzen, die haben wir hier irgendwo, sich mit dem anderen, der anderen Person zu arrangieren, 50-50 aufeinander zuzugehen, ja, und eben nicht alles aufzugeben oder alles zu wollen. Man muss einen Kompromiss finden. Ich lese mal vor, geh behutsam zu Werke. Jetzt ist die Zeit, um im Umgang mit anderen behutsam und diplomatisch zu sein. Vielleicht bist du in einer Situation, in der du verhandeln musst, um dein Ziel zu erreichen. Achte auf die Worte, die du wählst, aber sei unbesorgt. Der Geist des Rehs sagt dir, dass du bei aller Bescheidenheit und allem Respekt für andere in der Lage bist, sicher und zuversichtlich aufzutreten. Du wirst bemerken, dass es dir jetzt besser gelingt, auf ruhige und bestimmte Weise zu kommunizieren. Folge dem Beispiel des Rehgeistes und es wird sich alles fügen, indem du den Respekt der anderen gewinnst und mit ihnen eine gemeinsame Basis findest, die dich zufriedenstellt. Denke daran, dass du jetzt mehr damit ausrichtest, wenn du Verständnis für andere und ihre Bedürfnisse aufbringst, als wenn du deine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellst. Gehst du so vor, wirst du 10-fach belohnt werden. Also, je weniger du dein Ego in den Vordergrund stellst, desto besser wirst du bei anderen ankommen und angehört werden und natürlich auch Wege finden, mit diesen anderen auch einen Konsens zu finden, eine Lösung, einen Weg gemeinsam. Aber die Energie ist halt hier so ein bisschen vernagelt, ein bisschen stur, so ein bisschen, ich drehe mich im Kreis, ich finde keinen Ausweg und der Ausweg oder die Lösung liegt möglicherweise einfach darin, dass man seine Vorstellungen hinterfragt
oder so ein bisschen flexibler darin wird. Denn das Gegenüber möchte neue Wege gehen und möchte die unliebsamen Dinge hinter sich lassen oder vielleicht auch Dinge, die nicht nötig sind. Sich zu wiederholen und Dinge erneut zu tun, ist eigentlich überflüssig. Aber manchmal ist das eben notwendig. Vielleicht ist das jetzt in dieser Woche der Fall und du kommst in naher Zukunft auf den Weg, der besser passt, ja. Aber dir werden hier auch ein paar Dinge klar gemacht. Vielleicht bekommst du auch, sagen wir mal, deinen Platz zugewiesen, ja, wo man dir sagt, so, das ist dein Platz, weil, ne, das weißt du vorher nicht. Das ist dir vorher nicht klar. Das kann Gründe haben, die dir gar nicht bekannt sind und die dir aber möglicherweise auch in dieser Woche bekannt werden. Geduld ist gut, ja. Sich die Informationen zu holen ist gut. Für Ausgewogenheit zu sorgen ist gut, aber nicht das Bedauern, dass man eben nicht jetzt alles, was man sich vorgestellt hat, umsetzen konnte oder seinen Willen nicht durchsetzen konnte. Die Gespräche können auch dahin führen, dass man seine Befürchtungen und Ängste bespricht. Aber hier haben wir die Zurückhaltung, hier haben wir auch dieses Verbergen der eigenen Gefühle vielleicht auch und der echten und aufrichtigen, ja, ich sag mal Kommunikation. Und vielleicht sagt dir auch dein Gegenüber, wie sehr er oder sie sich um dich sorgt oder um die Sache sorgt. Es ist wichtig, das auch in deine Überlegungen mit einzubeziehen. Geh behutsam zu Werke bedeutet nicht mit der Tür ins Haus fallen, nicht versuchen, ja, krampfhaft etwas umzusetzen, zu erzwingen möglicherweise. Das wird nicht gelingen, ja. Und es wäre doch schade, wenn man da seine Energie verpulvert. Das ist jetzt so mein Ratschlag für dich. Du entscheidest das selbstverständlich selbst. Und ich hoffe, dass du da eine mögliche und adäquate Lösung für dich genauso wie für dein Gegenüber findest. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wir schauen uns das jetzt noch in der Beziehungslegung an. Bis gleich. Damit befinden wir uns in der KW 43 in der Beziehungslegung, 24. bis 30. Oktober 2022. Wir haben in dieser Woche den Wechsel Jupiter in die Fische, aber noch rückläufig. Wir haben Merkur Wechsel in den Skorpion vorläufig, also läuft vorläufig. Und am 30. natürlich Mars rückläufig in den Zwillingen. Das entzieht dir als Wassermann natürlich enorm viel Kraft und deswegen solltest du dir überlegen, wie du deine Kräfte einteilst. Wir schauen uns an, was in Beziehungen so in dieser Woche so geht für den Wassermann und du entscheidest natürlich höchst selbst, wie du damit umgehst. Es soll dir nur Hilfestellung, Unterstützung und Inspiration sein. Die Energie ist der Knabe der Kelche, der Page der Kelche. Freundlichkeit. Man geht freundlich aufeinander zu. Dann haben wir das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist so, wie alles zusammenhängt. Wir sind Teil des großen Rades sozusagen. Jeder ist so ein kleines Stück davon. Deine Energie ist der Ritter der Schwerter. Das ist unbedachtes, unüberlegtes Handeln. Es ist schnelles Handeln, schnelle Energie. Auf der anderen Seite 7, der Stäbe der Widerstand, für sich einstehen. Widerstand bedeutet nicht immer auf Krawall gebürstet zu sein, sondern sich nicht unterkriegen zu lassen, sich auch nicht unterdrücken zu lassen. Wir haben ja den Mond. Kann Streit oder ich sage mal Ungereimtheiten zwischen zwei Menschen bedeuten? Unbewusst haben wir die Königin der Schwerter. Das heißt, jeder Einzelne von uns kann sich nicht selber wirklich belügen. Man kann sich was vormachen, aber man kann der Wahrheit nicht entkommen, die ja wie der rosa Elefant im Raum steht. Ja, auch wenn man das noch so sehr versucht. Das gilt für alle, nicht nur für den Wassermann. Da haben wir die 3, der Schwerter. Man sollte sich seinen Verletzungen, Kränkungen, Fehlern, Dingen, die nicht funktioniert haben, stellen, um sie beim nächsten Mal besser zu machen. Auch in Beziehungen. Man lernt ja aus dem, was nicht funktioniert. Und das sollte man zumindest. Wir haben die 9 der Münzen. Das ist Unabhängigkeit. Das ist Single-Dasein. Aber es ist auch die Selbstfürsorge, dass man sich um sich selbst auch kümmert.
Nämlich schaut, ich stehe kurz vor dem Durchbruch mit den Neuen der Münzen und was ich erreichen will, ist so in greifbare Nähe gerückt. Ich habe schon viel dafür getan und ich möchte den Erfolg auch ja, einheimsen. Das gilt auch für Beziehungen. Man möchte eine Beziehung natürlich möglichst erfolgreich gestalten. Und da ist man natürlich als Einzelperson eben auch dafür verantwortlich, wie man mit sich umgeht, wie man mit dem jeweils anderen umgeht und wie man natürlich auch da das Bestmögliche für sich und sein Gegenüber dann herausholt. So, Rat des Schicksals, 6 der Stäbe, Erfolg. 5 der Kelche, da ist das Bedauern. Das Bedauern vielleicht zu hastig, zu unüberlegt gehandelt oder gesprochen zu haben. Wenn man bedauert, kann man Dinge einsehen, kann man Dinge verändern und kann man sich gegebenenfalls entschuldigen, wenn man Fehler gemacht hat. Hier haben wir die 10 der Kelche. Das ist das ganze Rundum-Paket, Liebe, Zuwendung. Ja, man empfindet was für dich, ja, das dein Gegenüber, ist aber nicht bereit, sich selbst aufzugeben, also für diese Liebe. Ja, und das bedeutet einfach, in Partnerschaften kommt es vor, dass der eine, ich sage jetzt mal, Macht ausüben möchte und der andere, naja, sagt, bis zu einem gewissen Punkt ist mir das egal, aber irgendwann ist Schluss. Also ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich dieses oder jenes zu tun habe. Nee, da ist irgendwo die Grenze und das sieht hier danach aus. So, der Mond, Königin der Stäbe, optimistisch an die Dinge herangehen. Das bedeutet nicht, dass man die Dinge einfach unter den Teppich kehrt, sondern dass man sagt, ja, ich kann dazu stehen, ich habe Rückgrat, ich stehe zu dem, was schiefgelaufen ist und ich versuche mein Bestes, das wieder in ein gesundes Zusammenspiel zu bringen, zum Beispiel. 6 der Münzen bedeutet, ich kümmere mich aufrichtig, ehrlich, authentisch darum, dass beide Seiten zu ihrem Recht kommen und eben beide davon profitieren, genauso wie sie sich auch einbringen. Dann haben wir hier den Turm. Die Verletzungen, die Kränkungen, die Schmerzen, das, was man sich vielleicht auch in Beziehungen zufügt, das soll wegfallen. Diese Dinge sind nicht nötig. Das ist die Erkenntnis hieraus. Das ist der Ratschlag, dass man eben über Dinge spricht, aber eben nicht verletzend oder Druck ausübend. 9 der Münzen, der Gehängte. Die Erkenntnis, sich in den anderen oder die andere hineinzuversetzen, zu verstehen, wie der andere oder die andere tickt. Das kann man meist über die Kommunikation klären, über das Zusammensein, das Zusammenleben möglicherweise und natürlich auch, ja, dass man einfach auch schätzt, was der oder die andere einem auch gibt, ja, sei es jetzt freiwillig, ohne, also Liebe ist ja immer das, wo man keine Gegenleistung erwartet. Das, wo man eine Gegenleistung erwartet, ist das Ego. Das ist nämlich, sich selbst zu schmeicheln. Und bei Liebe ist das eben eine Sache, die man tut, ohne dass man dafür belobigt werden möchte. Sondern die tut man, weil man den anderen für wichtig erachtet. Und wo man, wie gesagt, das ohne etwas zu verlangen tut und auch keine nicht erwartet, dass der andere dann etwas tut. Sondern das tut man aus freien Stücken, ohne etwas zu erwarten. Also ich hoffe, ich habe das klar ausgedrückt, aber es ist wichtig, dass der Erfolg liegt darin, sich in einen Flow zu begeben, miteinander ja die Dinge umsetzen zu können, miteinander reden zu können, miteinander was unternehmen zu können, miteinander sein zu können überhaupt und eben fair und eben liebevoll auch, ne? So wie das halt in der Partnerschaft gewünscht ist. Das ist ja vielleicht auch in jeder Partnerschaft anders. Wir haben Windungen. Das sind so Umwege, ja, über die man oftmals die ja, Lektion lernt oder wo man eben manchmal auch so ein bisschen auf der Leitung steht. Ich schließe mich da selber gar nicht aus, aber es geht halt einfach darum, dass man erkennt, wie die Dinge zusammenhängen. Wenn nicht sofort, aber nach einer Weile. Ich lese mal vor. Die Grundbedeutung der Karte Windungen ist, die spiralförmige Qualität der Ereignisse, solange eine Lektion nicht wirklich verinnerlicht ist. Sich im Kreis drehen und die Notwendigkeit, ihn zu durchbrechen. Ein Muster aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Das ist genau das, was dir auferlegt wurde.
Und das sehe ich auch hier im Oktober den ganzen Monat. Ich lese mal vor, was die Bedeutung der Karte ist in Beziehungen. Fragst du dich, warum du einmal mehr an diesem Punkt stehst? Kommt dir irgendetwas in der gegenwärtigen Beziehungsdynamik bekannt und vielleicht zu bekannt vor? Wundere dich nicht, wenn du mit einem ähnlichen Partner wie zuvor ein altes Muster wiederholst. Auch wenn es dir nicht wie eine Wiederholung vorkommen mag, so fühlst du dich doch von diesem Menschen angezogen, weil dir seine Eigenschaften vertraut sind. Daher ist deine Beziehung zu ihm eine Mischung aus Wohlgefühl und latenter Herausforderung. Wenn es dich zu diesem Menschen hinzieht, so steht dahinter die Vollkommenheit des göttlichen Prinzips und seines Plans für deine Entwicklung. Vielleicht befindest du dich auf einer Kreisbahn, die dich an einen wohlbekannten und altvertrauten Ort zurückführt, an dem du erneut vor denselben Handlungsentscheidungen stehst, wenn auch diesmal auf andere Weise, weil du seit dem letzten Mal etwas Wesentliches dazugelernt hast. Wie wirst du, da du dir dessen nun bewusst bist, dich verhalten? Bleib wachsam und schiebe niemandem den schwarzen Peter zu. Das bedeutet nichts anderes, als dass du selbst, auch mit der 9 der Münzen, für dein Verhalten, dein Agieren und deine Entscheidungen verantwortlich bist. Du kannst nicht sagen, der und der hat gesagt, ich soll. Du hast dich ja dafür entschieden. Du hast dich dafür entschieden, nicht der oder die andere. Und du hast es vielleicht dann auch so gehandhabt. Also bist du auch dafür verantwortlich. Und diese Sicht der Dinge kann dich an diesem Tag oder an dieser Woche auf jeden Fall auf den Blickwinkel bringen, den du brauchst, um die Dinge auch aus einer anderen Perspektive einfach mal zu betrachten. Zu welchem Ergebnis du kommst, liegt natürlich auch bei dir. Aber sei wohlwollend. Mit der Karte Page der Kelche geht es nicht darum, irgendjemandem irgendeinen Fehler vorzuhalten oder nachzuweisen, sondern in der Selbsterkenntnis einen Weg zu finden, sich selbst gegenüber ehrlich sein zu können und natürlich auch sich selbst auch zugestehen, dass du Fehler machen darfst und dass du nicht perfekt sein musst und dass auch dein Gegenüber Fehler machen darf und auch nicht perfekt sein muss. Also, dass man einen Konsens findet. Ein Konsens ist einmal ein Mittelweg, womit alle Beteiligten leben können und wo sie vielleicht sogar im Endeffekt noch etwas Besseres gemeinsam daraus entstehen lassen können. Und das ist eigentlich das Ziel einer Beziehung, selbst mit sich im Reinen zu sein, mit dem anderen, der anderen zu wachsen, aneinander viel Halt zu finden und Halt zu geben und eben das als Bereicherung zu empfinden. Und dieser Standpunkt hilft dir vielleicht, diese Beziehung, die dir wichtig ist, zu heilen, zu besprechen und zu etwas noch viel Schönerem zu machen. Und das wünsche ich dir, lieber Wassermann, von ganzem Herzen. Hab einen schönen Monat Oktober, viel Erfolg dabei und bis bald. Hallo, meine Lieben. Zum Schluss, nach der Monatslegung für den Oktober, möchte ich euch etwas ans Herz legen, was mir am Herzen liegt und wo ich auch ab und an schon mal drüber gesprochen habe. Es gibt auch, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die ansehen, 2 Filme von mir, Ella's Talk 1 und 2. Da kann man sich anschauen, wie man Dinge bearbeiten kann. Aber wichtiger ist ja noch, wie führe ich eine gute Beziehung? Wie kann ich eine Beziehung verändern? Was kann ich tun, um richtig glücklich zu sein, um das umzusetzen, was mir am Herzen liegt und eine Beziehung zu führen, auf die ich aufbauen kann, mit der ich etwas anfangen kann und wo auch mein Partner oder meine Partnerin glücklich ist. Wie kann ich das anstellen? Und das habe ich vor. Und wenn ihr Interesse habt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Dann könnt ihr euch anmelden zu einem Kurs. Das ist nur ein Schnupperkurs, einfach mal reinzuschauen, wie das Ganze funktionieren kann und soll. Und dann werdet ihr eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist natürlich begrenzt. Ja, also wir wollen ja in die Themen einsteigen. Wir wollen uns das Ganze anschauen. Und je nachdem, wie viele sich da melden, würde ich das auch vielleicht nochmal wiederholen. Wenn es viele sind, dann muss man das, das kann man nicht in einer Sache machen. Ich würde es einfach dann nochmal machen, um euch das vorzustellen, denn es ist möglich und machbar. Und wie das Ganze funktioniert, meldet euch einfach unter dem Hashtag
Beziehungsführerschein in der E-Mail, ja, meldet euch da einfach mal an oder zeigt Interesse und dann schicke ich euch dann den Einladungslink, wenn das stattfindet und ich wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns dann und hören uns dann, wenn du daran Interesse hast. Alles Liebe von mir und bis bald.